Fähigkeiten entwickeln. Und genau das wollen wir Unternehmen zeigen. Wir sehen das immer wieder in unseren Sensing Journeys, wo dann die Führungskräfte total erstaunt sind, dass zum Beispiel der Blinde auf seiner Braillezeile im Excel wesentlich schneller ist als jeder Sehende. Menschen mit Behinderung haben ganz viele Begabungen, die ihnen einfach nicht zugetraut werden. Menschen mit einem Handicap müssen sich zutrauen, dass sie Tolles in der Gesellschaft leisten können. Und wir müssen uns zutrauen, dass wir das auch mitnehmen können. Dass die Unternehmen die Barrieren im Kopf abbauen, dass es selbstverständlich wird, dass Menschen vielfältig sind und dass Inklusion lebbar wird. Aus meinen eigenen persönlichen Erfahrungen als Mensch mit Behinderung weiß ich, dass wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ein Mensch mit Behinderung technische qualifizierte Arbeit leisten kann. Es macht volkswirtschaftlich Sinn, weil es 14 Mal günstiger ist, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, als sie im Sozialsystem zu haben. Es macht betriebswirtschaftlich Sinn, weil 15% der Bevölkerung eine Behinderung haben und auf dieses Potenzial kann ein Unternehmen nicht verzichten. Wir werden also darauf achten müssen, gerade in Anbetracht des Fachkräftemangels, dass wir alle Menschen mit einbinden, sie dann gut begleiten, damit das im Prozess funktioniert. Und ein Mensch mit Beeinträchtigung bringt sicher einen Mehrwert für das Team mit. Es gibt einen Mehrwert im Unternehmen, das sieht man überall dort, wo Integration und Inklusion auch tatsächlich ernst genommen und betrieben wird. Man ist nicht behindert, man wird behindert im Berufsleben und im Privatleben. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen als Schlagwort auch nimmt, dann hilft es auch in Mindset dementsprechend anders zu agieren. Ja, das Wichtigste ist barrierefrei denken sozusagen, also auch für einen Unternehmer selber, nicht? Unternehmerische und soziale Verantwortung sind keine Gegensätze. Beide Seiten können gleichermaßen profitieren. Dafür ist auch der Austausch zwischen Pionierbetrieben, interessierten Unternehmen und Betroffenen besonders wichtig. Wir sind sehr froh, dass wir die Schirmherrschaften und Unterstützungen der Ministerien hatten, der Landeshauptleute, aber auch der Wirtschaftslandesräte und Soziallandesrätinnen, die aktiv bei unseren Dialogen dabei waren. In der Wirtschaft, im Unternehmertum ist im Endeffekt wie im Spitzensport. Man muss sich ein Ziel setzen, man muss sich Maßnahmen ausdenken und man muss dranbleiben. Man darf nicht aufgeben, wenn die ersten Hindernisse kommen. Kernbotschaft ist, du musst jetzt viel im Kopf denken, was könnte es sein, wie schaut die rechtliche Situation aus. Das sind ganz normale Mitarbeiter mit allen Vor- und Nachteilen. Man braucht überhaupt keine Berührungsängste haben. In den letzten Jahren habe ich schon 8 Lehrlinge mit Behinderungen ausgebildet und ich bin total stolz auf ihnen, weil einige davon es zu Bundesmeisterschaften geschafft haben. Ich mache keinen Unterschied zwischen Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Sie können genau gleich viel leisten, nur anders. Ich glaube, wir müssen den Menschen erlauben, das Über-Ich kleiner werden zu lassen, wenn wir die Seele groß werden lassen. Eine inklusive Gesellschaft lebt von den Menschen, die mehr tun, als sie müssen. Finden Sie den Mut, Menschen mit Beeinträchtigungen eine Chance zu geben und Sie werden erleben, dass es sich für das ganze Team wirklich lohnt. Wenn es auch nur kleine Schritte sind, bewegt etwas, verändert etwas und löst hoffentlich ein Schneeballsystem aus. Und ich freue mich, dass ich Teil dieses Schneeballsystems sein kann. There is no reason why Austria couldn't embrace this and become the world's center from which all the world will come to see how to make this happen. Ja, so viele positive, mutmachende und erfrischende Botschaften in diesem Video und jetzt auch gleich hier beim 5. Zero Project Unternehmensdialog live im Spiegelsaal der Landesregierung. Herzlich willkommen allen hier im Raum und herzlich willkommen auch allen, die uns online mitverfolgen, hybrid über die Online-Übertragung. Mein Name ist Christoph Glanschnick, ich bin Redakteur im ORF Aktuellen Dienst in Klagenfurt und ich darf Sie durch die nächsten 2 Stunden begleiten. Der Zero Project Unternehmensdialog findet zum 5. Mal statt. Das ist ein kleines Jubiläum, ein österreichweites Format in Kärnten, das nicht zuletzt dank namhafter Kooperationspartner möglich wird, denen seitens der Veranstalter ein großes Dankeschön gebührt. Ich darf mit der Politik beginnen. Die Schirmherrschaft hat Landeshauptmann Peter Kaiser inne, seine Stellvertreterin, die Referentin für Soziales und Gesundheit Beate Brettner ist auch heute hier anwesend. Sie ist von Anfang an mit dabei. Herzlich willkommen.
In Vertretung von Landesrat Sebastian Schuschnigg darf ich auch den Klubobmann Markus Malle begrüßen. Rechtzeitig in Hünkle angekommen. Begrüßen darf ich auch, und ich hoffe, Sie verzeihen es mir, wenn ich es pauschal mache, die zahlreichen Kooperationspartnerinnen, die das Zero Project hat und die von Anfang an mit dabei sind. Vorneweg die Vertreterinnen vom Sozialministerium, von der Landesstelle Kärnten, der Wirtschaftskammer, der Industriellen Vereinigung und des Arbeitsmarktservice Kärnten. Herzlich willkommen. Es gäbe keinen Unternehmensdialog ohne die Initiative der Organisatorinnen von der Essel Foundation und der Autark Sozialen Dienstleistungs GmbH mit Martin Essel und mit Andreas Jesse an der Spitze. Herzlich willkommen. Ja, und herzlich willkommen selbstverständlich Ihnen allen, die Sie hier da sind, als Teilnehmerinnen, als Unternehmerinnen und allen, die auch online mit dabei sind, um diesen Zero Project Unternehmensdialog mit zu verfolgen. Apropos online, diese Veranstaltung wird live übertragen. Sie sehen hier doch eine Reihe von Kameras. Sollten Sie auf diesen nicht drauf sein wollen, dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen an die das Team von Media Kreativ rund um Christian Finding. Ansonsten gibt es schöne Aufnahmen von Ihnen allen hier und auch schöne Fotos, die Melanie Maurer von Attac machen wird. Ja, und vor allem vor den Online-Bildschirmen darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie eine Chatfunktion bei dieser Übertragung haben, dass Sie hier auch interaktiv mitmachen können. Sie können aktiv Fragen und Anregungen mit einbringen und diese werden wir dann im Lauf der kommenden 2 Stunden auch gerne aufgreifen. Mit Vielfalt punkten, so lautet das Motto dieses heutigen Nachmittags. Ich möchte es gerne erweitern auf mit Vielfalt gewinnen, und zwar auf allen Ebenen. Wie das geht, das werden wir in den kommenden 2 Stunden anhand einer spannenden Keynote, anhand von erfolgreichen Beispielen aus der Praxis und aus erster Hand von einigen spannenden Persönlichkeiten erfahren, die damit schon viel Erfahrung selbst gesammelt haben und diese gerne heute weitergeben. Dieser heutige Nachmittag richtet sich im Besonderen an die Vertreterinnen und Vertreter der Industrie, an Entscheiderinnen und Entscheider. Viele von Ihnen haben im Moment viele Sorgen, stehen vor großen Herausforderungen. Die Corona-Pandemie ist noch nicht bewältigt, dazu kommt der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, Teuerungen, massive Teuerungen, den Klimawandel nicht zu vergessen und nicht erst seit heute ein Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in fast allen Unternehmen, in fast allen Branchen. Und genau da will das Zero Project ansetzen. 15% der Bevölkerung sind Menschen mit Benachteiligungen oder Behinderungen. 15% ihrer potenziellen Kundinnen, 15% auch ihrer potenziellen Mitarbeiterinnen. Und eine Botschaft, die dieses Zero Project zu vermitteln versucht, ist demnach: Menschen mit Behinderungen oder Benachteiligungen werden den Mitarbeitermangel sicher nicht zu 100% lösen können, aber sie können einen wertvollen Teil zur Lösung beitragen. Im Sinne von Vielfalt im Unternehmen, Diversity. Und damit sind wir schon mittendrin im Stichwort. Wie lebt eines der größten Unternehmen Österreichs mit knapp 5000 Beschäftigten, der größte private Arbeitgeber in Kärnten, dieses Thema? Welche Rolle spielen dabei Menschen mit Benachteiligungen und oder Behinderungen? Begrüßen Sie dazu die Vorstandsvorsitzende von Infineon Technologies Austria, Sabine Herrlitschka. Sie wird die Keynote halten zum Thema Diversity, Vielfalt in Unternehmen. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und Einleitung. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier so zusammenkommen können. Ich habe mich bemüht, das Thema etwas breiter aufzusetzen, weil ich glaube, es ist auch notwendig, es breiter aufzusetzen. Und deswegen habe ich es genannt, Vielfalt im Unternehmen als Wettbewerbsfaktor und als Wettbewerbsstärke. Und ich möchte Ihnen hier einige der Facetten zeigen, einige Grundüberlegungen auf der einen Seite und dann ein paar konkrete Beispiele aus unserem Alltag. Und darüber hinaus, auch mit meinem Hut als Mitglied in der Industriellen Vereinigung und als Akteurin in der Industriellen Vereinigung,
ist es mir auch wichtig, an der Stelle noch einmal zu betonen, viele von Ihnen wissen das, dass wir als Unternehmerinnen und Unternehmer das Thema schon lange auf der Agenda haben. Es hier natürlich über unsere Beispiele hinweg sehr viele weitere gibt und ich möchte Sie einladen, den Unternehmensdialog so auch weiterzuführen. Ich finde das eine sehr gute Initiative, weil nur so können wir uns auch gemeinsam weiterentwickeln, voneinander lernen. Das sagt man immer so leicht. In der Praxis braucht es immer ein bisschen Nachhilfe, daher vielen Dank. So, ich möchte auf zwei Punkte eingehen. Einerseits ein paar Überlegungen zum Thema Wettbewerbsstärke, Nachhaltigkeit, Diversität, Chancengleichheit und Inklusion und dann die Beispiele. Zentrale Herausforderungen unserer Zeit, es ist irgendwie schon müßig, die dauernd zu nennen und darüber hinaus gibt es deutlich mehr. Ich selber finde, ich bin ein bisschen müde geworden, dauernd über Krisen zu sprechen, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr, sondern jede Generation hat ihre Herausforderungen. Und wir haben unsere. Und natürlich sind Dinge wie der Klimawandel oder die Energiewende ganz große Herausforderungen, ja natürlich. Aber wir waren auch noch nie so gut aufgestellt wie heute mit den Instrumenten und den Möglichkeiten, die wir in der Hand haben. Und ich finde, es ist auch eine Aufgabe und Verantwortung, die wir haben, diesen Grundoptimismus und diese Haltung, wir können das schaffen, ja, natürlich, das müssen wir auch weitergeben. Und das ist mir an der Stelle besonders wichtig. Und vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit, viele von Ihnen wissen das und vielen von Ihnen ist das natürlich sehr bewusst, Nachhaltigkeit ist natürlich ein viel breiteres Konzept. Wir diskutieren Nachhaltigkeit sehr häufig im Kontext jetzt der ökologischen Nachhaltigkeit, aber Nachhaltigkeit im breiteren Sinn, sozial, ökologisch und ökonomisch. Darum muss es gehen. Und das ist viel mehr ein Prinzip des Handelns als einfach nur ein Modethema, auch wenn man häufig den Eindruck hat, heute ist alles nachhaltig, weil es halt irgendwie schick geworden ist. Aber es ist ein Prinzip, mit dem viele von uns agieren, in öffentlichen Organisationen, in Organisationen jeder Art und selbstverständlich auch in Unternehmen. Und als zweites Prinzip möchte ich Wirtschaft, das Kreislaufdenken im weiteren Sinn. Gott sei Dank gibt es auch dazu jetzt auch auf europäischer Ebene eine Vielzahl von Überlegungen und das Prinzip Kreislaufdenken zieht sich ja auch durch vieles durch, was gut zu dem Thema der Nachhaltigkeit passt. Ich stelle die Folien dann gerne zur Verfügung, ich gehe jetzt hier nicht auf die Details ein. Ich finde auch, dass es gut ist, sich dann immer wieder zu überlegen, wovon sprechen wir überhaupt? Gerade wenn Begriffe sehr häufig verwendet werden, Nachhaltigkeit, ja, wir wollen zukünftigen Generationen ein gutes Umfeld, ein gutes Leben ermöglichen. Das heißt, das Weiterdenken über uns hinaus und das betrifft viele der Aktivitäten. Das ist nicht nur ein Thema der Wirtschaft selbstverständlich. Vielfalt, die unterschiedlichen, so wie wir alle unterschiedlich sind, ich sage es bei mir im Unternehmen ganz gerne so, die Fragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die sind heute so komplex, dass man einfach besser ist, wenn die unterschiedlichen Menschen mit ihren unterschiedlichen Hintergründen, Nationalität, Kultur, Geschlecht, Alter, wie auch immer man selber aufgestellt ist, drauf schauen und gemeinsam hier an Lösungen arbeiten. Je breiter wir aufgestellt sind, umso besser sind die Lösungen. Und in vielen Bereichen gibt es heute auch schon richtige Studien dazu. Und zwar nicht von, wie soll ich sagen, gemeinnützig tätigen Organisationen, sondern auch von solchen im Bereich der Wirtschaftsprüfung und Ähnlichen, die hier mit ganz konkreten Fakten die Aussagen auch belegen können. Chancengleichheit, die gleichen Chancen, fairer Zugang für alle. Und das meine ich wirklich in der Breite. Und es geht hier um die Chancen und die Talente. Na gut, und die Talente sind beim Thema Inklusion natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Mich persönlich betrifft es immer sehr. Ich habe auch viel mit dem Gregor Demblin mittlerweile zu tun. Wir planen auch einen Besuch bei ihm.
Und es war auch in dem Film hier im Vorspann schon genannt. Ich glaube auch, wir müssen einfach unseren Blick auf Behinderung ändern. Wann ist man behindert? Ja, man wird behindert, das kam eh vor. Aber gerade bei Leuten, die auch Unfälle hatten, so wie es beim Gregor Demblin der Fall ist, oder bei vielen Leuten, die im Laufe ihres Lebens einfach Einschränkungen haben, muss man anders drauf schauen. Also es geht um Einschränkungen, die man entweder hat oder mit der Zeit erwirbt. Und es gilt, damit umzugehen. Und schlussendlich geht es um die Talente. Und entsprechend Wettbewerbsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Vielfalt und Chancengleichheit und Inklusion sind einfach eng miteinander verbunden. Und daher heißt es dann auch in allen Organisationen, die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Sprich Führungskräfte, die wissen, damit umzugehen. Und an der Stelle auch ein Kommentar. Ich verstehe auch Führungskräfte deutlich breiter. Jeder und jede ist Führungskraft. Nämlich zumindest für eine Person. Für sich selber. Und darüber hinaus. Ja, je nachdem, wie man sich entwickelt und entwickeln möchte. Aber natürlich im organisatorischen Kontext ist das natürlich auch strukturell dann vorgesehen. Vielfalt hat auch viel Impact natürlich gesellschaftlich, in der Politik, die Strategien zu entwickeln, muss darauf aufbauen. Das zuvor Gesagte unterstellt natürlich auch, und so gehen wir auch das Innovationsmanagement an, die Ideen werden besser, die Lösungen werden besser, je vielfältiger die Menschen sind, und auch daher in einem Umfeld, das so stark in einer Hochlohnregion wie Österreich oder Europa davon getrieben ist, dass man mit den besten Ideen am Markt erfolgreich ist, hängen natürlich auch Innovationen davon ab, dass man sehr breit agiert und den Input reinholt. Und Chancengleichheit einfach die Möglichkeiten erschließen und sicherstellen. Und entsprechend dann inklusiv, Inklusion heißt dann, einfach auch bewusst vorzugehen mit Transparenz, mit Empathie, in der Breite der Gesellschaft auch anzukommen und Kreativität und damit auch Rentabilität, Wachstumswettbewerbsstärke zu erschließen. Ja, wie gehen wir damit um? Wir sind ein Konzernunternehmen, wir sind ein Konzern mit einem europäischen Headquarter, 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser Headquarter auf Konzernebene ist in München. In Österreich haben wir rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Konzernbelegschaft. Wir haben etwa 20% der Konzernforschung und Entwicklungsaktivitäten in Österreich. Und wir produzieren hier, ja, Chipskrise. Sie sind alle Kundinnen und Kunden von uns, ja, wenn Sie länger warten müssen auf Produkte, die Sie bestellt haben. Dann sicherlich nicht bei denen, wo unsere drinnen sind. Was ich damit sagen möchte, ist, wir haben 2018 eine große Investition angekündigt und wir produzieren dort, wir entwickeln, wir produzieren und 1,6 Milliarden investiert in unsere hochautomatisierte, zum Teil digitalisierte Produktion. Was ist das wesentliche Element? Die sogenannte Leistungselektronik. Das heißt, dort, wo wir Energieeffizienz erschließen. Deswegen nennen wir es auch gern Energiesparchips. Das sind diejenigen Chips, die helfen, im Motor das Energiemanagement effizienter zu machen. Oder in den Serverfarmen weltweit, 50% der Serverfarmen weltweit laufen mit unseren Energiesparchips, dort CO2 einzusparen. Und das machen wir hier aus Österreich heraus als Teil eines erfolgreichen Konzerns. Entsprechend Energieeffizienz, Mobilität, alles was mit Daten und Datensicherheit zu tun hat und das Internet der Dinge sind unsere Schwerpunktbereiche. Nachhaltigkeit, jetzt schon in der Breite gedacht, hier aber bezogen auf die ökologische Nachhaltigkeit. Wir wollen bis 2030 klimaneutral sein, bis 2025 70% bereits eingespart haben. Das heißt, wir sind sehr konkret in dem und wir machen das nicht erst seit gestern, sondern zum 12. Mal zum Beispiel gelistet im Dow Jones Sustainability Index. Für uns ist das kein Modethema. Wir gehören zu den 10% der nachhaltigsten Unternehmen weltweit.
Und was kann das konkret heißen? Im Sinn der Zeit kürze ich das jetzt hier ein bisschen ab, um es ganz konkret zu machen. Mit den Chips, die wir letztes Jahr in Villach produziert haben, rund 8,5 Milliarden Chips, tragen wir dazu bei, dass wir rund 7 Millionen Tonnen CO2 einsparen. 7 Millionen Tonnen CO2, die das schon gelesen haben, wissen Sie jetzt schon, ja, aber vergegenwärtigen Sie sich das. Das sind rund 50% der jährlichen Pkw-Emissionen in Österreich. Und das führt mich auch zu dem zu Beginn Gesagten zurück. Wir haben heute tolle Instrumente in der Hand. Viele der Technologien, die wir haben, die dazu beitragen können, natürlich die großen Herausforderungen zu meistern. Und Kreislaufwirtschaft ist auch bei uns ein ganz wichtiges Thema, vor allem auch ganz konkret jetzt beim Thema Wasserstoff. Wir brauchen Wasserstoff in der Produktion. Wir kriegen den normalerweise geliefert, gemeinsam mit Partnern aus grünem Strom, also Strom aus Wasserkraft, Wasserstoff herzustellen durch Elektrolyse, den zu verwenden in der Produktion, aufzureinigen und dann für den Betrieb von Bussen zu verwenden. An dem haben wir intensiv gearbeitet. Im Moment gibt es ein bisschen Lieferschwierigkeiten, aber das kriegen wir schon hin. Ja? Und auch ein Beispiel der Kreislaufwirtschaft. Und entsprechend unsere Produkte finden Sie an vielen Stellen. Sie waren heute schon in vielfacher Hinsicht von uns Kundinnen und Kunden mit Ihren Handys, mit den Autos möglicherweise, mit Ihren Kreditkarten, Bankomatkarten oder Ähnliches. Und Sie sehen hier einige Beispiele. Diversität bei uns ein Erfolgsfaktor, ja. Da finden Sie das jetzt konkret, was ich zu Beginn gesagt habe. Vielfalt in jeder Hinsicht. Es geht um die Talente. Um die Talente geht es. Um das, was jeder einbringen kann und möchte und beitragen möchte. Und entsprechend ein respektvolles Umgehen in einem Arbeitsfeld, das darauf eingeht. Und das hilft, die Potenziale für uns gemeinsam gesellschaftlich zu erschließen und auch zu integrieren. Und hier ein paar Beispiele. Ich finde, eines der Themen, das unterschätzt wird, das aber für uns auch wirklich sehr wichtig ist, ist der Punkt, wir nennen es Generationenmanagement, das heißt Jung und Alt, Altersvielfalt. Wir haben hier vor vielen Jahren ein Projekt aufgesetzt, Werkstatt 21, 21. Jahrhundert, meint, dass Junge und Erfahrene zusammenarbeiten. Wir haben das sehr intensiv betrieben und unser Verständnis ist hier sehr wohl, da lernen beide. Das ist nicht in eine Richtung, da lernen beide. Und es macht auch Spaß. Und so auch, Sie sehen hier einige Eindrücke in unterschiedlichster Art und Weise zusammenzuarbeiten. Das andere Beispiel, das haben wir jetzt überführt, auch in die industriellen Vereinigung und haben das mit vielen Unternehmen hier auch in Kärnten umgesetzt. Auch ein Thema, das etwas untergeht in der Breite. 2015, 2016, die große Fluchtwelle. Wir haben damals begonnen, denjenigen Menschen, die zu uns gekommen sind, die Asyl erhalten haben, offensiv zu integrieren. Und in dem Fall gemeinsam mit anderen Unternehmen in Kärnten auch Lehre anzubieten. Sie sehen hier einige der Zahlen. Seit 2016, jetzt mittlerweile 17 Lehrlinge. Der erste Jahrgang hat abgeschlossen. Die Frau Alten ist heute bei uns hier und hat das ganz wesentlich mit betreut, sowie das Thema Diversität. Hat viel Zeit darauf investiert, Integration praktisch zu leben, viel Aufmerksamkeit darauf auch verwendet, so wie wir gesamthaft im Unternehmen. Und es ist grandios gelungen. Einer von den Vieren im ersten Jahrgang ist Jahrgangsbester geworden. Das sind Beispiele, die sollten wir uns auch in Erinnerung rufen. Und wir haben rund 160 Personen mit Einschränkungen. Ich weiß schon, dass das Ihr unmittelbares Thema ist. Aber ich habe sehr bewusst sehr viel breiter aufgesetzt, weil ich einfach finde, dass es breiter aufgesetzt gehört. Es geht um Vielfalt. Und entsprechend hier an den unterschiedlichsten Ecken und Enden arbeiten wir hier zusammen. So viele Talente, die jeder
einbringen kann und das auch tut. Und ich glaube auch gerade jetzt in Zeiten nach der Pandemie ist es fast leichter geworden, weil wir haben alle noch viel besser vor Augen geführt bekommen, wie man mit digitalen Medien zusammenarbeitet, wie man hier deutlich mehr an Flexibilität auch noch schaffen und auch nutzen kann, um hier in einer Form zusammenzuarbeiten, dass wir als Unternehmen, als Gesellschaft im Unternehmen, aber auch die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier auch Sinn erfüllt arbeiten können, beitragen können, sich verwirklichen können und zu einem größeren Ganzen beitragen können. Und entsprechend möchte ich abschließen, natürlich so ein Bild würden Sie von mir erwarten, wenn es darum geht, der wirkliche Faktor, der den Unterschied macht, das sind wir alle, das sind die Menschen. Und da haben Sie natürlich Einblicke jetzt von ganz unmittelbaren Beispielen aus dem Unternehmen. Wir verwenden nie irgendwelche Models. Ja, das sind alles Leute aus dem Unternehmen und vielleicht zukünftige Leute aus dem Unternehmen, nämlich aus unserem Science Minis Lab im Kindergarten. Ja, die Buben und die Mädels an der Technik, wie Sie hier sehen. Aber ich möchte auch einen anderen Blick noch drauf werfen, der, finde ich, zu unserem Thema heute hier sehr gut passt. Auch das sind keine Models. Das ist ein Bild aus 2017 von unserem Standort in Malaysia. Also es war vor der Pandemie. Die junge Frau hat Zugang zum Internet. Sie sehen, was das alles für sie hier bedeutet. Und mir geht es jedes Mal so, wenn ich das Bild verwende, wenn ich es mir anschaue, ich kriege eine Gänsehaut, weil wir sind oft sehr in unserem unmittelbaren Umfeld. Das ist etwas, was gleichzeitig stattfindet. An dem erkennt man, wie viel Technologie hier ermöglicht und erschließt. Bildung in Regionen, wo man nicht so leicht zu Bildungsinstitutionen kommen kann. Gerade über Internet gibt es grandiose Beispiele. Und jetzt meine ich nicht, dass mit Bildung alles digital sein soll, aber auch als Instrument zu nutzen. Sie sehen natürlich auch diesen Punkt des unterschiedlichen Alters, des Geschlechts, wahrscheinlich der Stellung in der Familie, die Betreuung, die hier ist in einem ländlichen Umfeld. Also ich finde, das Bild drückt sehr viel von dem aus, worum es auch geht. Und entsprechend möchte ich schließen damit, weil auch Vielfalt trägt zu einem größeren Zweck bei. Und deswegen geht es darum, intelligente Technologien zu entwickeln, in der Breite einzusetzen und damit ganz wesentlich in unserem Fall zum Beispiel im Bereich der Energieeffizienz dazu beizutragen, die grüne Transformation gut zu ermöglichen. Wir tun das mit viel Überzeugung seit langer Zeit. Und es geht darum, die Fähigkeiten, die Talente zu erschließen, gemeinsam zu nutzen, die Qualifikation und Ausbildung so zu gestalten, dass die Talente und Fähigkeiten auch genutzt werden können. Das ist eine große Aufgabe, gerade in der Bildung und in der Ausbildung auf allen Ebenen. Ich habe viel Respekt vor dieser Aufgabe, aber ich finde auch, dass hier noch viel mehr und viel tatkräftiger passieren muss. Und Diversität, ein ganz wichtiger Eckpfeiler für uns in der Unternehmenskultur, für viele andere Unternehmen, bessere Entscheidungen zu treffen, bessere Ergebnisse zu erzielen, sowohl was die Innovationskraft angeht, aber wie auch das Engagement und damit schlussendlich Ergebnisse in der Breite, mit der wir am Weltmarkt reüssieren wollen und das bisher gut tun und alles daran setzen, das auch weiter tun zu können. Und damit beschließe ich meinen Beitrag. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Sabine Erdilschka, für diese spannenden Einblicke in Infineon. Was nehme ich mir mit? Den Grundoptimismus, den soll man weitergeben. Wir können das schaffen, auch wenn momentan viel von Krisen gesprochen wird. Jeder und jede ist Führungskraft und es geht um die Talente, den respektvollen Umgang miteinander. Sollten Sie, und da spreche ich vor allem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer online an, Fragen, Anmerkungen haben, dann können Sie diese gerne im Chat einbringen. Wir werden sie sammeln und dann später gerne auch noch einbringen.
Menschen mit Behinderungen als ein Teil von Vielfalt in Unternehmen, das ist auch das perfekte Stichwort, das uns zur ersten Mentimeter-Umfrage bringt. Falls Sie Mentimeter noch nicht kennen, wird Ihnen das jetzt Michael Pichler vom Zero Project am besten vorstellen. Bitte schön. Ja, wir wollen Sie mit einbeziehen, hier im Spiegelsaal, aber auch jene, die online heute mit dabei sind. Und wir haben zwei Fragen und Sie haben zwei Möglichkeiten einzusteigen. Erste Möglichkeit, Sie zücken Ihr Smartphone und scannen diesen angegebenen QR-Code, den Sie hier vorne am Bildschirm sehen, beziehungsweise am Bildschirm zu Hause, und kommen dann direkt auf die Fragen, wo Sie drei Antwortmöglichkeiten bekommen zur Beantwortung und drücken dann bitte Submit. Das ist die erste Möglichkeit einzusteigen, aber keine Angst, wenn Sie es jetzt verpasst haben, es gibt auch eine zweite Möglichkeit einzusteigen. Sie gehen auf die Webseite, geben ein www.menti.com und dann werden Sie nach einem Code befragt und der lautet für diese Befragung 1597 72 25. Ich wiederhole, 1597 72 25. Und auch da kommen Sie dann auf unsere zwei Fragen, wo Sie jeweils drei Antwortmöglichkeiten haben. Und diese Fragen sind wie folgt. Ich schließe an bei dem exzellenten Keynote-Speech von Frau Herrlitschka. Uns interessiert, wie schaut denn das bei Ihnen im Unternehmen aus? Wird da das Thema Diversität schon bewusst gelebt und gesteuert? Diversität kann es ja zufälliger geben, ist auch gut, aber wir wollen wissen, legen Sie auch Energie darauf? Und die zweite Frage, die uns danach interessiert, und wir gehen ja jetzt vertiefend in das Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen, wie schaut es denn damit in Ihren Unternehmen aus? Wird inklusive Beschäftigung im Unternehmen bereits auch bewusst gelebt? Und auch hier drei Antwortmöglichkeiten. Entweder Sie sagen, nein, eigentlich überhaupt noch nicht. Oder, naja, ein bisschen haben wir schon angefangen damit. Oder, wenn Sie sagen, wir sind schon auf guter Reise, ähnlich gut wie Infineon, dann bitte Antwortmöglichkeit 3. Herzlichen Dank für Ihr Mittun. Die Ergebnisse gibt es etwas später. Zeigen wir noch einmal den QR-Code, bitte, Bernhard, zurück. 1597. Den QR-Code noch einmal eins zurück. Genau, jetzt eins noch. Jetzt haben wir es, den QR-Code. Ja, alle Techniker, Finn. Frau Herrlitschka, gute Arbeit geleistet. Alle schon digital unterwegs hier. Wunderbar, danke schön, Michael Pichler. Ich lasse Ihnen jetzt doch kurz Zeit zum Abstimmen. Nur einer kann ich diese Zeit jetzt nicht geben, das ist nämlich unsere Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Brettner. Ich muss Sie nach vorne bitten und wie zu Beginn erwähnt, darf ich sagen, Sie sind von Anfang an mit dabei. Ich darf Sie jetzt um Ihre Worte bitten. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Kommerzialrat Essl, sehr geehrte Frau Herrlitschka, sehr geehrte Frau Mischenski, sehr geehrte Referentinnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Unternehmen, sehr geehrte Frau Nationalrätin, sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter, heute sind wir sehr prominent besucht. Vielleicht ein bisschen zur Historie. Wir haben heute ja ein kleines Jubiläum. Das fünfte Mal findet dieses Zero Project hier in Kärnten statt. Und ich möchte nur ganz kurz zu der Genese dieses Projektes hier ausführen. Es ist der Herr Jesse zu mir gekommen und hat gesagt, der Herr Essl hat ein super Projekt. Da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um Sensibilisierung für Menschen mit Behinderung. Und ich muss auch dazu sagen, wenn der Herr Jesse mit einer Projektidee kommt, dann ist die immer sehr kreativ und dann hat sie auch immer Hand und Fuß. Und das ist halt eigentlich einen sehr großen Umsetzungsfaktor, wenn die Idee geboren ist. Und ja, wir haben gesagt, ja, wir sind dabei. Und warum war dieser Entschluss für uns so einfach? Weil wir gerade zu dieser Zeit den Landesetappenplan des Landes Kärntens zur Erfüllung der
Behindertenrechtskonvention aus 2008 in Erarbeitung gehabt haben. Und es hat sich schon in diesem Prozess herauskristallisiert, was für uns in Kärnten die Hauptpunkte sein werden. Und das waren fokussiert jetzt, es waren 9 große Themen, aber 2 Themen, die waren wirklich sehr, sehr fokussiert. Das ist das Thema Wohnen und das Thema Arbeit. Und wir haben begonnen vor 7 Jahren und das war genau vor 5 Jahren, Entschuldigung, genau vor 5 Jahren haben wir begonnen und wir haben uns auch damals schon hier im Spiegelsaal sozusagen einquartiert, weil ein wichtiges Projekt, das wird immer im Spiegelsaal hier begangen. Und wenn wir etwa eine Wertigkeit hervorheben wollen, dann ist es der Spiegelsaal der schönste Repräsentationssaal, den wir dazu verwenden. Das haben wir damals auch schon so gemacht und das liegt möglicherweise auch in der Natur dieser 3 Personen, dass wir sehr dauerhaft sind und dieses Thema nach wie vor wirklich sehr engagiert nach vorne treiben. Und ich möchte mich auch bedanken, wir haben dann gesagt, wir sind zu wenig, wir brauchen mehr. Es ist auch der Landesrat Schuschnigg sehr aktiv jetzt in unserer Runde dabei, weil es nämlich darum geht, die Unternehmerinnen und Unternehmer zu sensibilisieren, um für Arbeitsplätze, für Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und wir haben jetzt diskutiert bei der Abstimmung, wie sind wir als Land Kärnten. Ich sage, als Land Kärnten sind wir gut unterwegs. Der Markus Mahle hat ein bisschen gezweifelt. Ich möchte Ihnen aber auch sagen, wir haben zum Beispiel bei der Einstellung der Menschen mit Behinderung im Landesdienst die Quote mehr als erfüllt. Ebenso ein Musterbetrieb in unserem Land Kärnten diesbezüglich ist die KABEC, unsere Krankenanstalt, die hat diese Zahl mehr als erfüllt. Aber darüber hinaus ist in den letzten Jahren extrem viel passiert. Und da möchte ich wiederum den Herrn Jesse ins Spiel bringen, weil wir haben über Autark das sogenannte Chancenforum schon seit vielen Jahren eine funktionierende Instrumentarium, um Menschen mit Behinderungen in Beschäftigungen zu bringen. Und unser Schlagwort ist Lohn statt Taschengeld. Und wir haben in der fähigkeitsorientierten Beschäftigung jetzt Menschen übergeführt in eine Beschäftigung mit einem Lohn. Und da haben wir diese Zahl, die wir gehabt haben, in den letzten 5 Jahren verdoppelt, kann man sagen. Wir haben, und das ist vielleicht auch der Lohn jetzt für mich als Politikerin, vor der Pandemie war es, das inklusive Unternehmen im Land Kärnten eröffnet. Das ist unser Bistro Flitzer. Das ist unser Jausenservice in unseren Räumlichkeiten und gegenüber im Verwaltungszentrum. Und hier möchte ich Ihnen nur einen schönen Moment, den ich erleben durfte, auch mitteilen. Wir haben hier dazu die Öffentlichkeitsarbeit gemacht und es ist ein junger Mann hierher gekommen. Das Strahlen in seinen Augen, das kann ich hier gar nicht beschreiben und die Freude, die er erlebt hat, dass er jetzt nämlich einen Lohn bekommt und kein Taschengeld, das ist für ihn eine Wertschätzung gewesen, die auch mir als Politikerin dann gezeigt hat, das, was wir machen, ist was Sinnvolles. Und ich habe so ein Erlebnis heute in der Früh auch gehabt. Wir haben heute im Land Kärnten einen Verein, einen Betreiber, kann sie auch sagen, es ist die Lebenshilfe, die feiert heute 60. Geburtstag. Und es ist dort eine sogenannte Klientin ans Rednerpult getreten, die seit über 50 Jahren bei der Lebenshilfe einerseits beschäftigt war und die dann wirklich mit berührenden Worten erzählt hat, als sie 70 geworden ist, ist sie von zu Hause ausgezogen. Das war jetzt vor wenigen Jahren und sie ist in eine Wohnung gezogen, in einen Wohnverbund gezogen und sie hat das wirklich sehr, sehr berührend geschildert, was das für ihren Bereich gebracht hat. Sie hat jetzt mehr Handlungsfreiheit. Sie fährt nicht mehr mit den Ausflügen, die vorgegeben werden, mit. Sie planen selber Ausflüge. Sie ist mit einer
guten Freundin, mit der sie schon so lange auch bei der Lebenshilfe in Betreuung ist, gemeinsam untergebracht. Und das war für mich auch ein sehr berührender Moment, weil all diese Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, haben ein Gesicht und eine Person gehabt. Und dann sieht man, es tut sich was, lieber Markus. Und in diesem Sinne werden wir natürlich weitermachen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Konferenz, weil sie ist für uns auch immer wieder so ein Parameter. Wir schauen dann immer bei den Vorbereitungen, ja, was haben wir erledigt, wo können wir einen Hackerl dazu machen, was ist noch offen, was ist noch zu tun, wo können wir Partner finden und was für mich ganz besonders erfreulich ist. Liebe Sabine, wenn du hier einen Vortrag haltest, dann ist das eine Wertigkeit. Dann wissen wir, unser großer Betrieb, unser Leitbetrieb in Kärnten hat 160 Mitarbeiter, die in diesen erfolgreichen Unternehmen mitarbeiten. Und wir wollen das auch weitergeben, dass erfolgreiche Unternehmen auf Diversität gar nicht mehr verzichten können. Und jetzt möchte ich vielleicht etwas außer Protokoll hervorheben. Es ist nämlich Sigrun Alten heute unter uns und sie hat gerade ganz frisch gestern den ersten Villacher Frauenpreis erhalten, nämlich genau für diese Arbeit, die damals sich auf Frauen bezogen hat, wo es genauso darum gegangen ist, wo wir erklärt haben, Unternehmen können nur erfolgreich sein, wenn auch der Frauenanteil dementsprechend hoch ist und das Geschlechtergewicht ausgewogen ist. Aber nein, es geht nicht nur allein um Geschlechter, es geht um verschiedene Fähigkeiten. Und wir haben auch bei unseren Konferenzen schon wirklich sehr berührende Themen gehabt, wo man gesehen hat, wie viel Mehrwert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behinderte Menschen mitbringen können, dass sie für den Zusammenhalt in der Gruppe sehr, sehr viel bewirken können und dass es für das Betriebsklima wirklich ein Gewinn ist. Und dementsprechend freut es mich heute, dass so viele da sind und dass immer wieder neue dazukommen. Und der Herr Kammeter war heute auch bei uns dabei, den habe ich heute das erste Mal kennenlernen dürfen, dass auch in seinem Unternehmen und seinem erfolgreichen Unternehmen Menschen mit Behinderung arbeiten und dass das möglicherweise auch der Schlüssel zum Erfolg ist. Das möchten wir hier weitergeben. Ich bedanke mich und freue mich auf die weiteren Vorträge. Es ist immer eine Bereicherung, hier dabei zu sein. Dankeschön, Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Brettner. Wenn wir von Unternehmen sprechen, dann denken wir unweigerlich an die Wirtschaft. Zuständige Landesrat Sebastian Schuschnigg ist terminlich leider verhindert, aber er hat als Vertretung Clubobmann Markus Malle heute hier. Ich darf ihn nach vorne bitten. Bitte schön. Ja, danke vielmals. Einen wunderschönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ich finde es total super, dass du mich jetzt genannt hast, weil für mich das so typisch aufzeigt, wo wir in der Gesellschaft stehen. Und ich denke, wir haben heute so viele Persönlichkeiten hier, die mit ihrem Einsatz in den letzten Jahren, und wir haben ja nicht nur 5 Jahre Zero-Konferenz, sondern auch 25 Jahre autark gerade gefeiert, die wirklich die Idee gehabt haben, etwas zu tun und aus der Idee ja wirklich nicht nur ein Projekt, sondern eine riesige Umsetzung geworden ist. Und ich denke immer, wir stehen in Kärnten ja super da, was die Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt von behinderten Personen betrifft. Aber es kann immer ein bisschen mehr sein bei den Betrieben draußen, aber auch beim Land Kärnten. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Man kann immer stolz sein auf das, was man getan hat, aber man sollte nie aufhören, in die Richtung weiterzuarbeiten, nämlich weiterzuarbeiten für etwas, was normal sein sollte. Es steht da so schön oben, es ist normal, verschieden zu sein. Und es sollte normal sein, dass Menschen, die ja Behinderung haben, ihre Chance und ihre Möglichkeit haben, auch am ersten Arbeitsmarkt unterzukommen, dort aufgenommen zu werden und natürlich vielfach vielleicht auch unterstützt werden müssen. Aber wenn sie es dann geschafft haben, hier auch die Möglichkeit zu haben, voll ihre Frau und ihren Mann zu stehen.
Und ich denke, da ist so viel gelungen in den letzten Jahren. Und du sagst, Andreas Jesse ist mit einem Projekt gekommen und das hat Hand und Fuß gehabt. Ich bin mir sicher, er nimmt das sofort zum Anlass und kommt nächste Woche mit den nächsten zwei Projekten zu dir und wird bei dir auch dafür wieder ein offenes Ohr finden. Weil ich denke, wir sollten hier in diesem Bereich weitermachen. Und deswegen kann ich nur ein Danke an Sie alle sagen, dass Sie hier sind, dass Sie diesen Thema, das wie gesagt eine Selbstverständlichkeit sein sollte, weitertragen. Und allein die Besetzung, Nationalrat, Industriellenvereinigung, Herr Kommerzara, danke für Ihre Initiative. Ich glaube, Sie sehen, was Sie mit Ihrer Idee losgetreten haben. Und mit Andreas Jesse und seinem Team in Kärnten, weil das darf man ja auch nicht vergessen, das kleine Projekt, das der Andreas Jesse vor einigen Jahren gestartet hat, ich hoffe, ihr habt jetzt die Zahl richtig im Kopf, aber ich glaube, es sind ja 150 Mitarbeiter mittlerweile, die bei Autark, die dort tätig sind. 500, sehen Sie. Und schon das Fettnäpfchen und das knapp bevor ich fertig war. Also Andreas, bitte weitermachen so. Ich wünsche der Veranstaltung viel Erfolg, toi, toi, toi. Und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Jahr bei der nächsten Zero-Konferenz treffen und nicht nur sagen, wir sind weiterhin Platz 1 in Österreich, sondern wir haben die 30% auf 35% ausgeweitet. Danke vielmals. Dankeschön, Klopp-Obmann Markus Malle. Und Sie hatten in der Zwischenzeit die Gelegenheit abzustimmen beim Mentimeter. Wie das Ganze ausgegangen ist, das sagt Ihnen jetzt Michael Pichler. Ja, der Mensch tut, was er kann. Der Computer tut manchmal, was er will. Deswegen muss ich eine Folie schuldig bleiben. Aber ich kann verraten, diese zweite Folie zeigt, dass hier heute Menschen sind, die schon sehr aufgeschlossen sind dem Thema, die schon einiges machen. Ähnlich war es auch bei der Diversitätsfrage. Interessant hier aber zu sehen, 24 plus 7 ergibt auch 31. Da ist noch Luft und da schließe ich jetzt bei Markus Malle an. Das ist das Schöne, es gibt in dem Thema wirklich noch sehr, sehr viel zu tun. Vor allem müssen wir auch noch jene Menschen erreichen, die nicht am AMS gemeldet sind, die nicht in Betreuungsstrukturen sind, die sich nicht getrauen, sich zu bewerben bei Unternehmen, weil sie nicht die entsprechende Unterstützung haben und deshalb noch nicht so spüren, wie es hier auf den Charts zu sehen ist. Und deswegen, glaube ich, sollten wir da wirklich mit voller Kraft weiter tun. Danke. Dankeschön, Michael Pichler. Ja, der heutige Unternehmensdialog, der widmet sich ja insbesondere der Sparte Industrie. Und wie wir schon in der Keynote von Frau Vorstandsvorsitzender Herrlitschka erfahren haben, nimmt der Infineon durchaus eine Vorbildfunktion im Bereich beruflicher Inklusion ein. In welchen Tätigkeitsfeldern Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen bei Infineon zum Einsatz kommen, wie sich das auf das Unternehmen auswirkt, dazu haben wir einen kurzen Film vorbereitet. Bitte schön. Ich bin der Alexander Kimberger und die Ausbildung, was ich gemacht habe, ist halt Metall- und Blechtechnik. Weil jetzt Zusammenarbeit hat mit den Kollegen, das hat immer gut funktioniert. Man muss halt schon miteinander reden, damit es halt dann funktioniert. Ich bin seit 37 Jahren im Unternehmen, bin dann einmal gewählt worden als Belegschaftsvertreter, seitdem in der Funktion als Behindertenvertrauensperson. Es ist jeden Tag nicht so einfach, aber es macht Freude, diese jungen Personen heranwachsen zu sehen, mit welcher Freude sie diese Ausbildung durchführen. Also mein Name ist Alexander Adl und bin seit 3 Jahren ausschließlich nur mehr für die Lehrlingsausbildung zuständig. Es ist jeden Tag eine Herausforderung, mit den jungen Herren zu arbeiten, mit den jungen Herren sich Inhalte zu erarbeiten und das macht den Charme und den Spaß daran aus. Na Gott sei Dank haben wir als Partner Autark, die uns da immer wieder unterstützen. Hallo, ich bin der Roland Spülberger. Ich bin bei der Firma Infineon aus Metall- und Blechtechnik angestellt. Wenn wir Fragen haben, sowas in Art und Weise, können wir fragen. Wir kriegen überall Hilfe. Einfach ausprobieren, nicht nachsagen, anschauen, schnuppern und viel fragen. Nicht erst nachsagen, sondern probieren und studieren. Da funktioniert immer ein Übung macht den Meister. Es wäre schön, wenn andere Unternehmen auch einmal über ihre Schatten springen würden und diese Hürde zu meistern versuchen. Es bringt irrsinnig viel dem Unternehmen selbst und sozialer Kompetenz und man sieht eigentlich, wie viel Freude da entsteht, wenn man so ein Projekt startet.
Ja, und ich darf jetzt die Diversity Managerin und Lehrlingsbeauftragte von Infineon zu mir nach vorne bitten. Herzlich willkommen, Sigrun Alten. Frau Alten, herzlichen Glückwunsch, nachträglich auch nochmal zum Preis, den Sie gestern überreicht bekommen haben. Jetzt haben wir im Film ja schon einen kleinen Einblick bekommen. Sie können uns sicher tiefere Einblicke gewähren. Starten wir aber ganz grundsätzlich mit der Frage, was macht denn eine Diversity Managerin? Was ist Ihre Aufgabe? Viel. Ja. Wie schon Frau Herrlitschka ausgeführt hat, ist Diversity Management oder Diversity als Unternehmenskultur für uns in der Firma sehr essentiell. Und wir haben uns auf mehrere Schwerpunkte konzentriert. Ein wesentlicher Teil, und dafür bin ich eigentlich auch vor 10 Jahren ins Unternehmen gekommen, war der Fokus auf Gender Diversity beziehungsweise auf die Erhöhung des bei uns traditionell eher niedrigen Frauenanteils. Technische Unternehmen haben da Probleme, vor allem auch Unternehmen in Österreich und in Deutschland, weil hier die traditionellen Rollenbilder noch besonders wirken und wir ja junge Frauen sehr schwer dazu bewegen können, sich in technische Berufe zu orientieren. Das ist ein Schwerpunkt, wo wir in den letzten Jahren sehr viele junge Frauen eingestellt haben mit technischem Hochschulabschluss. Die werden auch in den nächsten Jahren dann in Führungspositionen kommen. Dafür, glaube ich, werden wir sorgen. Wir haben 70 Nationen im Unternehmen, das heißt Internationalität, Interkulturalität ist etwas, was uns natürlich tagtäglich auch beschäftigt. Wir haben hier Partner, mit denen wir auch zusammenarbeiten, wie das Carinthian International Center, die für unsere internationalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen viele Angebote machen. Und wir natürlich unser Auge darauf werfen, dass die Zusammenarbeit dieser verschiedenen Kulturen, dieser verschiedenen Menschen gut funktioniert. Ja. Auch dazu gibt es unterschiedliche Projekte und Initiativen. Generationenmanagement ist auch ein Thema, das uns natürlich beschäftigt. Wie alle Unternehmen haben wir das Thema der Babyboomer, die jetzt demnächst in Pension gehen. Und demografische Entwicklung kennt hier im Saal auch jeder. Also es gibt einfach weniger junge Menschen. Und wie schwierig Unternehmen oder wie schwer es Unternehmen haben, Nachwuchs zu finden, ob das jetzt im Lehrlingsbereich ist oder auch für andere Positionen mit anderen Ausbildungen, glaube ich, brauche ich hier auch nicht weiter ausführen. Wir sind in der glücklichen Lage als Leitbetrieb in Kärnten noch ausreichend Bewerbungen, gute Bewerbungen für Lehrstellen zu haben. Und wir haben ja unsere Lehrstellen in den letzten Jahren gut verdoppelt. Also wir sind jetzt bei knapp 100 Lehrlingen, die wir ausbilden. Vor wenigen Jahren waren es noch im Schnitt so 40, 45. Und wir haben auch wirklich noch hervorragend gute Lehrlinge. Ja. Also das sind so unsere Diversity-Schwerpunkte im Wesentlichen. Jetzt haben wir schon im Vortrag bzw. im Film gehört, dass 160 Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen am Standort in Villach beschäftigt sind. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen nähere Einblicke geben. In welchen Bereichen kommen Sie zum Einsatz? Und als Zusatzfrage, das Zero Project will ja Ängste, Vorurteile abbauen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen in der Praxis? Wie funktioniert das? Also Behinderung ist ja ein weites Feld. Man denkt immer irgendwie an jemanden, der blind ist oder im Rollstuhl herumfährt. Behinderung ist viel, viel breiter aufgestellt. Diese 160 Menschen, die bei uns einen quasi Behindertenstatus haben, das heißt 50% und mehr an Behinderung. Wir haben aber auch Mitarbeiter, fast 300, die einen Behinderungsgrad unter 50% haben. Also wenn man durchs Gelände geht, wenn man durch die Kantine geht, dann sieht man hin und wieder Kollegen im Rollstuhl. Da haben wir inzwischen, glaube ich, drei, ja, aber das ist das, was augenfällig ist. Aber grundsätzlich sind das meistens Menschen, die aufgrund einer Erkrankung, eines Unfalls, eine Behinderung quasi erwerben. Ja. Und unsere Kultur ist es, diesen Menschen dann weiterhin einen Arbeitsplatz zu bieten und nicht nach irgendeinem schweren Unfall zu sagen,
tut mir leid, kann ich nicht mehr brauchen, sondern da wird bei jedem Einzelfall dann auch ganz genau überlegt, was geht noch, wo kann man einen anderen Arbeitsbereich finden, wenn der ursprüngliche nicht mehr passt, wie kann man das mit Arbeitsplatzanpassungen machen. Und insofern, der Kollege Galli, den Sie vorher im Film gesehen haben, ist ja da so quasi die Hauptansprechperson und unersetzlich, würde ich sagen. Dazu kommt dann auch der Betriebsarzt und unsere Wiedereingliederungsbemühungen, die wir eben haben. Und insofern gelingt es uns, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit Behinderung wo auch immer zu beschäftigen. Wir haben sie in der Produktion, wir haben sie in der Forschung und Entwicklung, ja, wir haben Führungskräfte, die eine Behinderung haben. Jetzt kann ich mir vorstellen, bei einem Standort mit mehreren tausend Beschäftigten, da können nicht alle einander kennen. Wie gehen denn die Kolleginnen und Kollegen untereinander und miteinander um und wie wirkt sich da die berufliche Inklusion auf das Arbeitsklima aus? Also es gibt natürlich, bei uns gehen jeden Tag 4.000, 5.000 Menschen aus und ein. Das ist eine nicht überschaubare Menge. Natürlich sind die Abteilungen unter sich wieder ein Team, ein Miteinander. Und es hängt natürlich auch immer sehr stark von der Führungskraft ab, wie das in den einzelnen Abteilungen gehandhabt wird. Ich kann Ihnen nur... Es gibt nur Führungskräfte. Wir haben gehört, es gibt nur Führungskräfte. Es gibt nur Führungskräfte, genau. Aber ich glaube, zu behaupten zu können, dass wir generell eine sehr hohe Kultur der Toleranz haben und dass wir die Gegensätzlichkeiten auch schätzen und vor allem gut damit umgehen können. Jetzt geht es heute ja auch darum, Ratschläge, Empfehlungen zu geben für andere Unternehmen, die sich mit diesem Thema vielleicht noch nicht ganz so intensiv beschäftigt haben. Haben Sie Tipps, wie man mit diesem Thema umgehen kann? Das ist immer schwer. Ich glaube, man muss sich drüber trauen und sich nicht davor fürchten. Also das sollte bei allen Themen, sollte man sich nicht fürchten, sondern sie angehen und schauen, wie man sie bewältigt. Es ist eine große Bereicherung für ein Team, wenn eben Menschen dabei sind, die vielleicht andere Bedürfnisse haben, wo wir anders hinschauen müssen. Wir lernen Dinge, die wir sonst nicht lernen würden. Es muss eine ausgewogene Anzahl sein. Ja, und es muss natürlich auch ins Team passen. Ich würde diese zwei jungen Herren, die kann man nicht überall in der Produktion jetzt hinstellen. Ja, die sind jetzt in der Werkstatt und dort werden sie auch verbleiben. Die können keine Instandhaltungsarbeit verrichten. Aber sie machen in der Werkstatt Metallteile, die wir dann in der Produktion wieder brauchen können und leisten somit auch wertvolle Arbeit. Also man muss hinschauen und man muss halt ein bisschen Fantasie entwickeln und grundsätzlich sollte man halt einfach jeder für sich sich überlegen, wie wäre es denn, wenn ich morgen auch betroffen wäre. Das kann uns jedem passieren, jeden Tag. Ja. Und dann würden wir lieber ausschauen. Also ich glaube, es fängt bei jedem bei sich selber an und bei jedem Unternehmer und Unternehmerin fängt es bei sich selber an, ob man sich das zutraut, aber vor allem auch, ob man das will. Ja. Und einen Beitrag leisten möchte, der eben vielleicht am ersten Blick nicht nur lukrativ ist. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, Sigrun Alten. Ja, und damit darf ich jetzt zwei Herren auf die Bühne bitten, ohne die wir alle vermutlich heute nicht hier wären. Ich spreche vom Gründer des Zero Project und seinem regionalen Kooperationspartner in Kärnten. Begrüßen Sie mit mir den Stifter der Essel Foundation, Martin Essel, und den Geschäftsführer von Autark Soziale Dienstleistungs GmbH, Andreas Jesse. Herr Essel, wir feiern heute ein kleines halbrundes Jubiläum, den 5. Unternehmensdialog in Kärnten. Vielleicht beginnen wir trotzdem nochmal ganz vorne. Erklären Sie uns bitte nochmal, was ist denn eigentlich die Idee des Zero Project? Welches Ziel hat die Initiative und was hat das alles mit Wirtschaft zu tun? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, freue mich bei diesem wunderschönen Wetter so inspiriert worden zu sein von Ihnen, Frau Dr. Herlitschka, und von Ihrem Team. Es ist wirklich jeden Tag beglückend,
vieles Neues zu lernen, sodass sich das Puzzle schon langsam zu einem gesamten Bild ergibt. Nun, Zero Project ist eine Initiative, die meine Frau und meine vier Kinder oder unsere vier Kinder und ich vor 14 Jahren ins Leben gerufen haben. Das war das Jahr, wo die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung in Kraft getreten ist. Ich habe früher mit großem Engagement und Einsatz gemeinsam mit meinem Vater Baumax entwickelt, in 9 Länder gebracht, zum Schluss mit 1,8 Milliarden Euro Umsatz, 11.000 Mitarbeiter gehabt, von Österreich bis in die Türkei. Und wir haben uns vorgenommen, in jedem unserer Betriebe, jeder Abteilung ein inklusives Team zu entwickeln, also Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Und da bin ich, weil ich dafür unter anderem auch dafür verantwortlich war, wirklich alleine, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, auf weiter Flur gewesen, weil es nichts gegeben hat. Das war ziemlich eine Wüstengeschichte. Nachdem wir das Unternehmen dann verkaufen mussten und nach meinem Jakobsweg, habe ich mir dann die Gedanken gemacht, was kann ich eigentlich der Gesellschaft zurückgeben? Und ich habe mir zuerst einmal gesagt, ich werde 50% meiner unternehmerischen Zeit ab sofort bis zu meinem Sterbebett möchte ich gerne sozialen Dingen widmen. Und dann habe ich gesagt, naja, was ich kann und was ich weiß, ist Handel, Logistik. Auf der anderen Seite Marketing hat auch sehr viel damit zu tun, weil wir halb Österreich oder dreiviertel Österreich bei uns eingekauft hat. Und das nachhaltig, worüber ich bis heute sehr dankbar bin. Und wir haben diese Erfahrungen gehabt mit Menschen mit Behinderung. Und da habe ich mir gedacht, was fehlt im Sozialbereich, ist Innovation oder oftmals fehlt, ist innovative Akzente zu setzen, die eigentlich dazu führen, wir haben es von der Frau Herrlichke ja auch heute gehört, ohne Innovation wären sie, gäbe sie morgen nicht mehr. Also die Innovation ist ganz essentiell und im Sozialbereich umso wichtiger. Und nachdem das gefehlt hat, haben wir Zero Project entwickelt. Das ist ein Innovationsnetzwerk. Wir sind global aufgestellt. Österreichische Aktivitäten sind ein kleiner Teil davon. Es besteht mittlerweile aus 9.000 Expertinnen und Experten aus 150 Ländern. Und wir machen nichts anderes, als dass wir wissenschaftlich herausfinden mit unseren Expertinnen und Experten, welche neuen Ansätze es gibt, um die Ziele der UN-Konvention umzusetzen. Und das ist, jeden Menschen, egal ob er Behinderung hat oder nicht, die gleichen Möglichkeiten in der Gesellschaft zu ermöglichen, in Bezug auf Bildung, in Bezug auf Beschäftigung, Barrierefreiheit, IT-Solutions. Inclusive Arts ist ein Herzensanliegen von mir. Dann selbstbestimmtes Leben und politische Teilhabe. Das sind die wesentlichen Aspekte. Und wir haben in den letzten 14 Jahren 800 plus Innovationen ausgezeichnet, die wir in einer Konferenz, die jedes Jahr in der UNO in Wien stattfindet, vorgestellt werden, und dort wird vernetzt, dort wird geschaut, dass eine Innovation von einer Region in die andere kommt. Nun, wir sind Österreicherinnen und Österreicher, und aus diesem Grund war es uns ganz wichtig, das, was wir geglaubt haben, wo wir einen Beitrag leisten dürfen, hier in Österreich umzusetzen, nämlich Unternehmen zu inspirieren, verstärkt Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Und wir haben es von der Frau Dr. Herrlichka auch gehört, das ist eine echte, in Wahrheit eine echte Bereicherung. Und die hohe Kunst der Inklusion meint, dass wir ein inklusives Team sind, da sind Frauen auch wichtig, jung und alt, Leute, die hier geboren sind, die aus dem Ausland kommen, und auch Menschen mit oder ohne Behinderung, völlig wurscht. Die Leistungen werden besser, wenn unser Blick verbreitert wird. Und das ist ganz entscheidend. Und die hohe Schule ist, wenn wir dann auch erkennen, dass diese Inklusion zu mehr Umsatz führt. Stellen Sie sich einmal vor, was die für eine Kaufkraft haben, 15% der Weltbevölkerung, und auf die wird normalerweise vergessen. Und ich freue mich unglaublich, dass wir mit den Unternehmensdialogen, die es jetzt schon das 42. Mal österreichweit gibt, 5 Mal in Kärnten, insgesamt 42 Mal,
dass wir 1300 Unternehmerinnen und Unternehmer mit solchen inspirierenden Vorträgen, die Sie uns heute gegeben haben, motivieren, diesen Weg entweder zu beginnen oder diesen Weg fortzusetzen. Und das wünsche ich mir für die Zukunft auch in Kärnten. Wir merken alle, wie sehr der Herr Essel sprüht vor Begeisterung zu diesem Thema. Er hat mir gleich schon die nächsten zwei Fragen vorweggenommen. Deswegen möchte ich gleich zum Herrn Jesse kommen. Autark ist seit Anfang an regionaler Kooperationspartner, feiert heuer, wir haben es schon gehört, unter dem Motto, es ist normal, verschieden zu sein. Ein 25-Jahr-Jubiläum. Geben Sie uns doch bitte ein bisschen einen Einblick in Autark. Wie sind Sie in Kärnten aufgestellt und was verbindet Sie mit dem Zero Project? Ja, das Stichwort ist 25 Jahre. Vor 25 Jahren haben wir schon die Vision gehabt, es muss im Bereich der beruflichen Integration, damals von der Begrifflichkeit her, eine Veränderung geben. Vor dem Hintergrund hat sich Autark als kleines EU-finanziertes Pilotprojekt gegründet und wir haben damals das begonnen, was in unserer heutigen Organisationsstruktur die Arbeitsassistenz für Jugendliche ist, beziehungsweise Teile davon in unserem Angebot Jugendcoaching verankert sind. Dass sich Autark so entwickelt, dass wir heute mit so vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kärnten aufgestellt sind, mit so vielen verschiedenen Dienstleistungen aufgestellt sind, die alle dasselbe Ziel verfolgen, nämlich das Ziel der Inklusion, ja, das hat sich damals natürlich niemand gedacht. Der Herr Kommissarrat Essel hat gerade angesprochen, vor 14 Jahren ist die UN-Konvention gekommen. Ja, im Rückblick sage ich, danke, dass die UN-Konvention gekommen ist, weil die hat viele Themen von dem, was wir damals in unserer Vision gehabt haben, von dem, was wir schon getan haben, in Wirklichkeit, ja, ich nenne es immer einen Masterplan, als Masterplan für uns unterstrichen, beziehungsweise diese Entwicklung noch gefördert, weil das, was in unserer Vision war, das, was wir umgesetzt haben, plötzlich auch ja, in so einem wichtigen Dokument wie die UN-Behindertenrechtskonvention verankert war. Und alle Frau Dr. Bretten hat schon gesagt, es ist dann auch der Landesetappenplan gekommen. Auch der Landesetappenplan ist für uns ein Masterplan. Und so hat sich dann ein Konzept, ein Projekt nach dem anderen entwickelt, wo wir einfach gesagt haben, okay, das ist die Vorgabe. In diese Richtung muss es gehen. Ja, und in zwei Wochen komme ich mit dem nächsten Konzept. Nein, das ist jetzt ein Scherz, aber es gibt natürlich noch viele Ideen. Es gibt noch viele Ideen, es gibt noch viele Visionen. Und wie wir es auch gerade bei der Mentimeter-Umfrage gesehen haben, die Luft nach oben ist natürlich noch absolut gegeben. Und daran werden wir uns auch orientieren. Und auch da merkt man die Begeisterung, denn das Stichwort Luft nach oben, das steht bei mir auch bei der nächsten Frage. Ich fasse die einfach zusammen. Ich glaube, wo sehen Sie noch Handlungsbedarf, noch Luft nach oben? Anders gefragt, welche Ziele sollten denn bis zum 10. Unternehmensdialog in 5 Jahren erreicht sein oder soll es den dann vielleicht gar nicht mehr brauchen? Wäre das vielleicht die Idealvorstellung? Die Frage an Sie beide. Also ich habe einmal eine echte Vision und einen Traum. Ich möchte gerne mit Ihnen allen die Unternehmensdialoge feierlich zu Grabe tragen, weil es völlig unerheblich in Zukunft für Sie alle als Unternehmerinnen und Unternehmer ist, ob ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht, so what. Es geht um die Talente und den Fit zu dem, was Sie brauchen. Und dazu wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Und damit Sie den Erfolg haben, möchte ich vor den Vorhang auch stellen, meine beiden anderen Speerspitzen. Das ist der Herr Magister Michael Pichler, der früher, stellen Sie sich mal vor, mein internationaler Personalleiter gewesen ist, aber auch echter Klagenfurter. Und Bruder unserer Nationalratsabgeordneten, Frau Scheucher, die heute auch dabei ist. Und das ist zum anderen die Frau Magistra Karin Pranjes, die selbst betroffene Mutter ist, früher Behindertensprecherin von Wien gewesen ist. Und die beiden wissen genau, was brauchen Politiker, was brauchen Personal, Leute, also HR-Managerinnen, HR-Manager. Und ich gebe halt den Input von Unternehmer zu Unternehmer und wir drei versuchen, diesen Weg gemeinsam zu gehen, aber das können wir natürlich nur machen, wenn Sie sich inspirieren lassen von diesen wunderbaren Best Practices, die wir von Österreich und von international hereinholen, um Sie glücklich zu machen und Ihnen vor allem ein bisschen den Blick zu erweitern, was das für große Chancen für die Zukunft wären. Ich bin sehr froh, dass Sie nicht immer von Krisen sprechen wollen, sondern von
Chancen und von Herausforderungen. Und das ist eine große Herausforderung mit einer unglaublichen Chance. Und dazu wünsche ich Ihnen viel, viel persönlichen und geschäftlichen Erfolg. Danke. Vielleicht noch ganz kurz die Anschlussfrage an den Herrn Jesse. Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, so wie es der Herr Essel gesagt hat, dass Sie in 5 Jahren feierlich das Zero Project, den Unternehmensdialog daran, zu Grabe tragen können, weil es erfolgreich war? Daran knüpft mein großer Wunsch, dass nämlich in 5 Jahren, 2027, in jedem Kärntner Unternehmen, in jedem österreichischen Unternehmen Menschen mit Behinderung ganz ein normaler Teil der Belegschaft sind. Ja, ich erweitere diesen Wunsch sogar noch, nämlich auch Menschen, die heute aus heutiger Sicht als dauerhaft erwerbsunfähig gelten, ja, dort ihre Arbeitsplätze haben, nämlich echte Arbeitsplätze mit Kollektiventlohnung und eigener Sozialversicherung. Und erlauben Sie mir noch 3 Sätze, nämlich ich wurde jetzt sehr oft als Person genannt, fühle mich sehr geehrt, bin sehr stolz darauf, aber ich möchte einfach betonen, okay, ich bin die Person, die autark nach vorne hin repräsentiert, der in der ersten Reihe steht, der auf der Bühne steht, aber ohne mein Team, ohne die Expertinnen und Experten, die wir bei autark haben, und das sind sehr, sehr viele, ohne diese Expertise, ohne diese Menschen würde das nicht funktionieren. Und stellvertretend für alle, ja, die das machen, ja, spreche ich hier meinen Dank dafür aus. Ihr seid alle ein super Team. Ihr seid diejenigen, die das, was an Vision vorhanden ist, ja, auf den Boden bringen und auch realisieren. Und gemeinsam, glaube ich, werden wir in Zukunft erfolgreich sein. Danke euch dafür. Ja, damit darf ich Danke sagen an Martin Essel und André Sessi. Nach diesem Einblick in das Zero Project dürfen wir Ihnen ein weiteres Best Practice Modell, ein Beispiel aus der Kärntner Industrie, vorstellen. Ich sehe Sie schon vor mir sitzen, nämlich die Vertreter von BB Feinmechanik in Klagenfurt. Das ist ein Metallverarbeitungsunternehmen, das tolle Produkte für prominente Luxusmarken herstellt, aber so geheim, dass wir nicht drüber reden dürfen, welche Firmen das sind. 2021 ist BB Feinmechanik mit dem ALC oder ALC Award, dem Preis für Austrian Leading Companies in der Sonderkategorie vorbildliches Engagement im Bereich beruflicher Inklusion, ausgezeichnet worden. Wofür und wie das der Betrieb lebt, auch dafür haben wir ein Video vorbereitet. Bitte schön. Das Thema Menschen mit Behinderungen Awards Plus einzustellen ist daraus entstanden, dass unser Eigentümer Herr Marco Bartoletta sehr sozial engagiert ist. Das Ganze hat ein bisschen mit Tun und Wollen zu tun. Ich will, ist Wort einmal gesagt, aber das Thema ist dann das Tun. Menschen mit Behinderungen, ich glaube, die kann man immer integrieren und am Arbeitsplatz einsetzen. Die Anna ist bei uns auf die Stanzmaschinen. Sie selbst hat ein Hörgerät, mit dem sie uns verstehen kann. Man muss dazu sagen, dass sie auch sehr stark Lippen liest. Also meine Empfehlung zu Online-Unternehmen ist, bitte keine Alleingänge. Gemeinsam mit einem Institut durchzuziehen das Thema und im Team besprechen und sagen, jawohl, wir wollen es. Ich bin jetzt seit 1,5 Monaten circa da und reinige eben die Teile, die kleinen Teile, eben Kreten, entspänen, säubern. Dann wird es eingepackt, abgebogen und sind versandt, fertig gemacht. Mitarbeiter mit Behinderungen einzustellen ist, glaube ich, sehr gut auch für das Soziale im Unternehmen. Ja, einfach nicht aufgeben, dranbleiben und früher oder später kriegt man die richtige Arbeit, wo es dann taugt, wo man aufgemacht wird, so wie man ist. Aufgenommen werden, so wie man ist. Ich darf den Geschäftsführer von BB Feinmechanik, Franz Krametter, und seinen Prokuristen und Produktionsleiter Lukas Ruth zu mir bitten. Bitte schön. Ja, Herr Krametter, Herr Ruth, bitte geben Sie uns einen etwas näheren Einblick. Dieser ELC-Preis für vorbildliches Engagement im Bereich beruflicher Inklusion, den bekommt man ja nicht einfach so. Da muss man wirklich viel Engagement einbringen. Wie funktioniert das in Ihrem Betrieb? Woher kommt auch der Antrieb dafür? Ja, einmal schönes Grüß Gott. Ja, was machen wir? Also wir sind 45 Mitarbeiter im Betrieb und haben davon 5 Mitarbeitern mit Inklusion. Wir betreiben Inklusion intensiv seit 2019 und
Aber auch die Pandemie hat uns dann ein bisschen gebremst und seit 2021 haben wir dann wieder weitergemacht und auch, wie man im Video gesehen hat, also die letzte Dame jetzt am Video, die ist heuer eingestellt worden. Wie leben wir das? Also mich hat einmal einer gefragt, wie fühlen Sie Inklusion? Ich habe nicht wirklich antworten können, weil Inklusion kannst du nicht fühlen. Inklusion musst du erleben. Und wir sind ein kleiner Betrieb, 45 Mitarbeiter, überschaubar. Und ich muss Ihnen sagen, ich sehe das jeden Tag, wie ich erlebe jeden Tag die Inklusion. Also wenn ich jeden Tag in den Betrieb gehe, ich sehe, wie das gemeinsame Miteinander funktioniert. Das ist wunderbar. Darf ich nachfragen, woher kommt denn die Motivation dazu, der Antrieb? Der Antrieb alleine kommt davon, dass unser Eigentümer, eben Herr Marco Bartolette, sehr sozial engagiert ist. Wir sind ja italienischer Konzern. Unsere Mutter sitzt in Italien, in Florenz. Die hat ca. 250 Mitarbeiter. Und von den 250 Mitarbeitern sind ca. 30 Mitarbeiter mit Inklusion beschäftigt. Aber ich muss sagen, da wird wirklich Inklusion groß geschrieben. Es ist barrierefrei. Ich habe mir das selber angeschaut. Es ist eine eigene Abteilung gegründet worden mit Leuten, die im Rollstuhl sitzen, die Schweißtätigkeiten machen, die Metalltätigkeiten machen, die bohren, die fräsen, also die machen wirklich alles. Und daraus auch die Motivation und natürlich ein Wunsch von unserem Eigentümer, oder Wunsch, er hat mich gefragt, ist das möglich, auch in Klagenfurt umzusetzen? Und ich habe gesagt, ja, wir versuchen es, wir werden es versuchen. Alles ist möglich, wenn man es will. Alles ist möglich, wenn man es will. Das wird offensichtlich bei BB Feinmechanik gelebt. Herr Roth, wie schaut denn das in der Praxis aus? Wie gehen denn die Kolleginnen und Kollegen miteinander um? Wie läuft das bei Ihnen im Betrieb? Sie sind ja tagtäglich da im Einsatz. Genau. Ich schätze, bei uns ist es generell sehr wichtig, die Zusammenarbeit in die verschiedenen Abteilungen. Generell die Teamarbeit wird bei uns sehr, sehr hochgestellt. Und ich glaube auch vor allem für Personen mit Behinderung ist es dann auch sehr wichtig, die Mitarbeiter ins Team einzunehmen, wie jeden anderen. Was macht das mit dem Team? Ich denke fürs Team, es ist für jeden Mitarbeiter auch sehr hilfreich, den Personen zu helfen. Es gibt eine gute Wertschätzung von den Mitarbeitern an die Personen, aber auch andersrum, glaube ich, ist es für die anderen Mitarbeiter sehr positiv. Also das profitiert das gesamte Team, der gesamte Betrieb davon. Was sind denn aus Ihrer Sicht die konkreten Herausforderungen? Herr Kammert, Sie haben im Video angesprochen, keine Alleingänge machen, aber worauf muss man aus Ihrer Sicht besonders achten? Ja, ein Beispiel von mir, also 2019 haben wir einen Alleingang gemacht, also wir haben eine junge Dame eingestellt mit einer schweren Hörbehinderung und da sind wir auf ein paar Stolpersteine zum Schluss gestolpert eben. Und das Hauptthema war eben Kommunikation. Wohin kommuniziere ich? Ja? Also bei so einem Projekt muss man wirklich bis in die unterste Ebene kommunizieren. Was will ich, was mache ich, wer kommt, was ist die Behinderung? Und da sind wir ein bisschen drüber gestolpert zuerst. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Und danach, wie wir weitergemacht haben, haben wir keine Alleingänge mehr gemacht. Wir haben uns mit dem Autark kurz geschlossen und mittlerweile arbeiten wir mit dem Autark zusammen. Und das funktioniert wunderbar. Also da können wir unsere Anforderungen abgeben. Wir bekommen die Bewerbungen rein. Wir können uns das gemeinsam anschauen. Wir können verifizieren, wer kommt für was in Frage. Und ich möchte noch einmal sagen, also wenn uns heute einer besuchen kommt, der würde die Inklusion nicht sehen bei uns. Weil jeder macht alles. Also zu 85% macht jeder alles. Und noch einmal zurück zu der Frage zum Herrn Lukas. Also ich glaube, das stärkt auch die soziale Kompetenz im gesamten Unternehmen. Also da bekommt man wirklich eine Stärke. Also allein, wenn ich es noch anschaue, wenn ich sage, okay, wir haben einen Mann oder eine Dame, die nicht zu viel heben darf und er muss es aber heben. Also er weiß ganz genau, wie er gehen muss, damit er Hilfe bekommt. Und das funktioniert ganz einfach. Es wird nie einer nachsagen. Und das ist gut. Jetzt geht es ja heute auch sehr stark darum, die Erfahrungen weiterzugeben und positiv weiterzugeben. Herr Roth, was hätten Sie denn an Empfehlungen, an Tipps, an einem Rat an diejenigen, die in der Praxis mit diesem Thema auch zu tun haben? Also wir haben jetzt momentan 5 Mitarbeiterinnen mit Behinderungen eingestellt. Alle 5 haben einen festen Arbeitsplatz, machen ihre Arbeit super. Und ich glaube, allein dieses Feedback selbst als Produktionsleiter oder als Geschäftsführer ist schon sehr viel wert für einen selbst. Dann sage ich Ihnen herzlichen Dank, Franz Kammetter und Lukas Roth. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke.
Ja, und wenn ich den Ablaufplan von heute richtig im Kopf habe, dann sind jetzt Sie, meine Damen und Herren, wieder gefragt. Hier im Spiegelsaal, aber auch alle, die uns online mitverfolgen. Wir sollten nämlich doch nicht zur zweiten Montimeter-Frage kommen. Gut. Ja, das passiert, wenn man zu viel oder zu wenig aufgeschrieben hat. Damit das Thema berufliche Inklusion noch mehr bei den Unternehmen ankommt, braucht es die Beteiligung vieler Partnerinnen und Partner. Einen ganz wesentlichen Anteil daran haben die Interessenvertretungen, die Institutionen, die Fördergeber. Ich darf sie noch mal kurz anführen. Das Land Kärnten, wir haben schon gehört, das Sozialministerium Service, die Wirtschaftskammer, die Industriellen Vereinigung und das Arbeitsmarktservice. Und von den letzten beiden darf ich nun zwei Damen nach vorne bitten. Das ist zum einen die Geschäftsführerin der Industriellen Vereinigung, Claudia Mischenski, und zum anderen Carmen Durchschlag, sie leitet das Service für Unternehmen im AMS Kärnten. Herzlich willkommen, bitte zu meiner vorne kommen. Frau Mischenski, ich darf mit Ihnen beginnen. Die Industrie hat, wir haben es schon gehört, momentan große Sorgen, auch wenn wir heute nicht von Krise sprechen wollen, aber bleibt da überhaupt ausreichend Platz, sich um das Thema der beruflichen Inklusion, ja, diesem Thema zu widmen? Wie sehen Sie da die Kärntner Industriebetriebe aufgestellt? Ja, zum einen einmal einen schönen Nachmittag von meiner Seite und wirklich herzlichen Glückwunsch allen, die das ermöglicht haben, dass wir heute da sind. Und wenn ich etwas teile, Herr Essel, ich hoffe, dass wir nicht noch ein weiteres Jubiläum feiern werden müssen, weil es zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Auf Ihre Frage zurückkommend, ja, wir haben jetzt Herausforderungen zu meistern, aber es ist ein ganz fixer Bestandteil und in unserer DNA der Industrie, wir schauen nach vorne und es gibt so die Aussage, what else, wir werden es schaffen und wir müssen uns mit den großen, wesentlichen, vor allem auch gesellschaftspolitischen Herausforderungen beschäftigen. Die Industrie tut das schon über einige Jahre wirklich konsequent, das zeigen ja auch die Beispiele und das, was uns wirklich noch vorne bringt, ist dieses Voneinanderlernen. Ich bin ein Riesenfan davon, nicht die Dinge immer alleine zu entwickeln. Warum muss jeder von Null beginnen? Es gibt hervorragende Möglichkeiten, sich anzusehen, wie es ein mittelständisches Unternehmen macht, bis hin zu einem Großunternehmen in einem Konzernverbund. Und da sind die Problemstellungen und Fragestellungen gar nicht wesentlich anders. Deshalb bleiben wir im Gespräch und lernen wir voneinander. Und deshalb ein herzliches Danke, dass das heute auch so stattfindet, weil das ist genau der Rahmen dafür. Nun trifft der Mitarbeitermangel ja praktisch alle Branchen, auch alle Unternehmen. Wie sehen Sie denn, ich bleibe noch kurz bei Ihnen, das Potenzial von Menschen mit Benachteiligungen und Behinderungen? Wurde das bisher vielleicht ein wenig unterschätzt? Worin liegen da die großen Herausforderungen? Ich glaube nicht, dass es unterschätzt wurde. Das Thema der Mitarbeiter ist ein Thema, das uns über viele, viele Jahrzehnte ja schon begleitet. Es gab verschiedenste Krisen, möchte ich jetzt nicht sagen, Herausforderungen, schwierige Situationen. Aber was bleibt, ist das Thema, wir werden als Unternehmen nur erfolgreich sein, wenn wir Mitarbeiter haben, die sozusagen ihren Entsprech in ihren Neigungen und Begabungen entsprechend eingesetzt werden und egal welche Art von Mitarbeitern das ist, es geht uns ganz wesentlich um das Thema Diversität ganz groß und breit zu denken. Und Sigrun Altner hat es angesprochen, wir haben damit begonnen, Mann und Frau, dann war es das Thema Alter, dann ging es um Nationalitäten, es geht um Ethnien, es geht um Orientierungen, aber wir müssen es breit denken und die Inklusion ist ein selbstverständlicher Bestandteil und die Industrie macht da sehr viel, aber ja, wir haben noch Luft nach oben, aber es ist unseren Unternehmen und wenn ich jetzt in die Runde schaue, absolut bewusst und deshalb wird da auch sehr viel getan. Frau Durchschlag, inwiefern können Sie denn seitens des Arbeitsmarktservice den Unternehmen in puncto berufliche Integration unter die Arme greifen? Ja, hier zuerst einmal Dankeschön, dass wir dabei sein durften. Danke, Herr Essel. Es ist ganz eine große Ehre und es ist uns ganz ein großes Anliegen. Ja, es ist unser Job am AMS, Menschen und Arbeit zu verbinden, aber es ist auch ein Herzenswunsch. Und wir haben seitens der Unternehmen, also des Unternehmensservice, betriebliche Impulsprogramme. Wir arbeiten seit 2016. Wir waren beim Inklusionsprojekt bei den Asylberechtigten mit der Industriellen Vereinigung. Also wir arbeiten zusammen. Und seitens unseres betrieblichen Impulsprogrammes haben wir ganz tolle Angebote für Unternehmen, die nicht so aufgestellt sind wie Infineon, die sich nicht herantrauen an diese Themen mit
Arbeitgeberinnenkompetenzindex, mit Belegstrukturanalyse, mit Personalentwicklungskonzepten, wo wir einfach Unternehmen unterstützen, das Feld zu durchleuchten, weil wir haben ja nicht mehr einen Fachkräftemangel, sondern wir haben einen Arbeitskräftemangel. Und Gott sei Dank, wir beleuchten das ganze Feld und wir gehen auf Kompetenzen, das Verschiedensein, das ist halt schon so oft gefallen. Ich habe in der Früh einen Satz für mich im Kopf gehabt und habe mir gedacht, das kann ich nicht. Behinderte Menschen sind genauso verschieden wie alle anderen auch. Habe mich fast nicht getraut, das zu sagen, aber es ist so. Und Behinderungen gibt es nur im Kopf. Ich würde mir auch wünschen, dass wir einfach das Feld hier aufbereiten. Und ganz, ganz wichtig, dass es ist so viel schon gefallen, Kompetenzen der Mitarbeiterinnen sind wichtig. Und da möchte ich diese Fähigkeiten, diese Fertigkeiten, die Talente, wir arbeiten an einem Kompetenzprojekt eben seit 2017, jetzt mit im Schulungsbereich seit 2021, auch ganz eng abgestimmt mit der industriellen Vereinigung, mit Unternehmen. Aber ich würde mir was wünschen, weil auch die Politik heute hier ist. Und die industriellen Vereinigung hat es vorher gezeigt, wir haben es beim Carinthian International Club, wir haben diese Technik-Kits. Und Veränderung, Kompetenzen, Talente, Fähigkeiten, Fertigkeiten muss man sehr früh wecken. Und hier wünsche ich mir, dass sich das Bildungssystem ändert, dass wir ab dem zweiten, dritten, vierten Lebensjahr beginnen, diese Talente, Fähigkeiten, Fertigkeiten herauszuarbeiten, unerheblich, ob jemand beeinträchtigt ist oder nicht. Und das sollte sich weiterziehen und wir sollten uns auch überlegen, ob wir nicht viel länger ausbilden, ob wir nicht bis zum 17., 18. Lebensjahr gehen und zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr Praktika bei Unternehmen machen und dann wieder zurück in die Schule und dort evaluieren. Und die Ausbildungen sollten auch modular sein, sodass man nicht jeden alles beibringen muss, sondern das, was sie können. Und ich glaube, dass das einfach die Zukunft ist und das wünsche ich mir. Und wir unterstützen von unserer Seite, bitte kommen Sie auf uns zu. Wir haben die betrieblichen Impulsprogramme und uns ist es wichtig, dass die Unternehmen gut arbeiten können und dass die Menschen gut integriert sind und dass die Arbeit Freude macht. Die Frau Durchschlag hat jetzt schon einen Wunsch geäußert. Frau Meschenske, vielleicht haben Sie seitens der Industrie auch noch einen. Welche Form von Unterstützung bräuchten Sie denn, damit da noch ein großer Schritt nach vorne geht? Ich glaube, das, was heute hier passiert, ist ein Riesenschritt der Unterstützung, nämlich zum einen das Sichtbarmachen, dass das kein Thema ist, das irgendwo am Rand unter Hochkomma sozusagen passiert, sondern dass wir es mitten in der Gesellschaft als Selbstverständlichkeit haben. Deshalb ist die Veranstaltung heute so wichtig, dass es wirklich selbstverständlich ist, in welchem Beruf auch immer, in welchem Unternehmen auch immer, mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen tätig zu sein. Und das ist ganz entscheidend, das wirklich heute zu zeigen und dass es eine Selbstverständlichkeit wird und wir hoffentlich bald nicht mehr darüber sprechen müssen. Dann sage ich herzlichen Dank. Einen freundlichen Applaus für Carmen Durchschlag und Frau Demischek. Ja, und damit kommen wir zum dritten und der spannenden Best-Practice-Beispiele von Kärntner Unternehmen. Wir haben BB Feinmechanik kennengelernt, Infineon, glaube ich, haben vermutlich die meisten von Ihnen oder wahrscheinlich alle schon gekannt. Und wir kommen jetzt zum größten Kärntner Energieunternehmen mit Sitz gleich gegenüber am Arnulfplatz. Die Rede ist natürlich von der KELAG. Und wie sie mit der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen umgeht, wie sie das löst, dazu sehen Sie auch zur Einstimmung ein kurzes Video. Bitte schön. Es freut mich sehr, dass es mir ermöglicht wurde, täglich mit einem gehörlosen Menschen zu arbeiten. Die Monika unterstützt mich seit über einem Jahr im Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation und sie kommuniziert hauptsächlich in die Gebärdensprache. Ja, ich arbeite in der Abteilung Kommunikation und Marketing. Da arbeite ich mit und da gibt es viele verschiedene Tätigkeiten. Menschen mit einer Behinderung zu beschäftigen und ihnen eine Chance zu geben, hat eine tolle Auswirkung. Erstens auf das Betriebsklima und zweitens kann es auch richtig viel Spaß machen. Weil jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten und wenn man es schafft, die Fähigkeiten zu nutzen, haben beide einen großen Vorteil. Ja, das selbstständige Arbeiten mit flexiblen Zeiten und auch der Austausch mit den Kollegen, wenn es darum geht, Lösungen zu finden, das gefällt mir sehr gut.
Ja, die KELAG beschäftigt sich schon sehr lange, Menschen mit Behinderung eine Chance zu geben. Das ist auf der einen Seite im operativen Bereich, aber natürlich auch im Büroumfeld. Also ich würde allen Unternehmen empfehlen, das jedenfalls sich einmal näher anzuschauen. Es ist eine Herausforderung, ja, aber man wird begleitet und die Kolleginnen und Kollegen werden ganz gut darauf vorbereitet. Also ich würde empfehlen, anderen Menschen mit Behinderungen, dass man nicht gleich aufgibt, sondern dass man weiterkämpft für sein Ziel, dass man sein Ziel erreicht. In einem inklusiven Team zu arbeiten, ist einfach was sehr Schönes. Ja, und mir ist es eine Freude, jetzt gleich 4 Damen nach vorne zu bitten. 3 haben Sie in diesem Video schon kennengelernt, zum einen die Leiterin der Human Resources im Kieler Konzern, Michaela Sapetschnik, dann Nicole Coluini und Monika Hobel, die beide im Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation in der KELAG Energie und Wärme GmbH arbeiten. Und ich darf auch Brigitte Grünanger zu mir bitten vom NEBA, dem Netzwerk Berufliche Arbeitsassistenz für Schwerhörige, Gehörlose und Cochlea-Implantat tragende Menschen bei Autark. Darf man kurz vielleicht noch umsetzen? Genau. Tun wir uns leichter mit der Übersetzung, weil ich möchte gerne gleich mit der Frau Hobel beginnen. Wir haben im Film schon gehört, Sie arbeiten seit über einem Jahr bei der KELAG im Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Ja, ich war 2020, habe ich die Matura gemacht und dann habe ich Arbeit gesucht. Und mein Wunsch war es, im Büro zu arbeiten. Und da habe ich mich bei der KELAG beworben und ich bin dann auch schnell genommen worden und habe mich sehr gefreut darüber. Jetzt kommunizieren Sie selbst in Gebärdensprache. Ich finde das immer wieder faszinierend. Wir hatten gestern auch im ORF einen Beitrag darüber und ich kann mir das gleichzeitig kaum vorstellen, wie funktioniert denn die Kommunikation mit den Kolleginnen, mit den Kollegen? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also die Kommunikation mit den Kollegen, es wird langsam besser. Einige Kolleginnen und Kollegen können schon die Gebärdensprache, aber wenn sie langsam sprechen, sich bemühen, kann ich sehr gut von den Lippen ablesen. Und mit einigen Kollegen bin ich einfach schriftlich im Austausch per E-Mail, wenn es um schwierige Begriffe geht oder um sonstige Inhalte, dann machen wir die Kommunikation schriftlich. Das klappt ganz gut. Und ich habe mitbekommen, Sie sind da ja selbst quasi auch als Lehrerin tätig. Wie gefällt Ihnen denn die Arbeit? Wie geht es Ihnen in diesen jetzt mittlerweile über einem Jahr bei der KELAG? Ja, ich bin sehr zufrieden und es ist alles fein. Also ich habe eine hohe Motivation zu arbeiten. Ich kann flexibel arbeiten, selbstständig arbeiten. In meinem Bereich fühle mich sehr, sehr wohl. Das ist schön zu hören. Frau Coluini, wir haben im Film schon kurze Einblicke bekommen, aber wie funktioniert denn Ihr Arbeitsalltag gemeinsam mit der Frau Hobel? Haben Sie da selbst auch Gebärdensprache gelernt? Ja, also ich muss grundsätzlich einmal sagen, ich bin sehr froh, dass die Monika meine Mitarbeiterin ist. Sie unterstützt mich jetzt mittlerweile seit einem Jahr. Was vielleicht am Anfang ungewöhnlich war, dass ein Mensch mit einer Kommunikationseinschränkung im Bereich arbeitet, der für interne und externe Kommunikation zuständig ist. Aber es hat sich herausgestellt, dass das genau das Richtige ist, dass das perfekt ist, weil so können wir das Thema auch sichtbar machen und wir können das Ganze vor den Vorhang stellen, Bewusstseinsbildung betreiben. Und nachdem die Monika auch, jetzt mittlerweile ist sie schon ein Medienprofi, sehr offen mit dem Thema umgeht, ist das natürlich hervorragend. Wie ist denn der Umgang unter den Kolleginnen und Kollegen und welche Auswirkungen hat das auf Sie und das Team? Ja, es hat durchwegs eine positive Auswirkung. Also wir haben wirklich Freude miteinander. Bei uns wird die Inklusion gelebt. Wir haben ganz viele verschiedene Initiativen gesetzt. Zum Beispiel haben wir ganz einfache Dinge gemacht, wie die wichtigsten Gebärden, so Kurzvideos aufgenommen, so wie zum Beispiel Guten Morgen und solche Geschichten oder Kopieren und solche Dinge, die haben wir aufgenommen, die haben wir dann für alle KELAG-Mitarbeiter in das Intranet hochgeladen. Das heißt, jeder kann sich selbst das anschauen, aber wir haben auch für die Menschen, die mit der Monika arbeiten, also direkt zusammenarbeiten, eben diese Terminserie ins Leben gerufen,
es hat ein ganz schönes Motto, der Inklusion als Inspiration heißt das Ganze. Das heißt, da treffen wir uns, da beschäftigen uns wir mit der Gebärdensprachenkultur und, oder mit der Gehörlosenkultur und kriegen von der Monika auch dann Unterricht. Sehr nett und lustig. Dankeschön. Also Inklusion kann Spaß machen. Frau Sapetschnik, Sie sind die Personalverantwortliche in der KELAG. Wie geht denn Ihr Unternehmen mit dem Thema berufliche Kommunikation, sage ich schon, Inklusion allgemein um? Und ja, wie schnell ist denn die Entscheidung gefallen, dass Sie die Frau Hobel auch beschäftigen? Als erstes einmal von meiner Seite auch herzlich willkommen und danke für die vielen inspirierenden Worte schon im Vorfeld. Also die Entscheidung, die Monika hat es schon selbst gesagt, ist sehr, sehr schnell gefallen für die Monika. Wir haben aber natürlich im Vorfeld bei uns im Unternehmen das natürlich auch in die Strategie mit reingepackt. Und nicht nur, dass wir das positiv besetzen, sondern wir setzen uns natürlich auch Meilensteine, Leuchtturmprojekte in dem Fall und dann auch Maßnahmen, dass wir es auch umsetzen. Also wir haben beide Stränge, wir haben auch die Kolleginnen und Kollegen, bis heute schon von der Infineon erwähnt wurde, die natürlich dann zum Beispiel im Laufe ihrer, in dem Fall Berufserfahrung, vielleicht in eine Behinderung reinrutschen, die wir dann auch integrieren. Aber wir setzen uns auch zum Ziel, Inklusion mit Einstellung von Leuten mit Behinderung zu machen und das eben laufend in verschiedene Bereiche. Jetzt ist ja auch die KELAG ein sehr großer Konzern. Wie viele Menschen mit Benachteiligungen oder Behinderungen sind denn bei Ihnen beschäftigt und in welchen Bereichen? Wir haben aktuell rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und durchgängig eigentlich fast in allen Bereichen, also auch in der Metallbau- und Blechtechnik, das haben wir heute auch schon gesehen, im Elektrobereich, in der Montage, aber natürlich auch im Bürobereich. Frau Grünanger, Sie arbeiten im Bereich NEBA, Arbeitsassistenz für Erwachsene, und unterstützen da beim sogenannten Onboarding genauso wie im laufenden Arbeitsprozess. Geben Sie uns doch bitte einen Einblick in Ihre Arbeit. Wie funktioniert das und wie können Sie helfen? Ja, also meine Aufgabe, Hauptaufgabe ist es, Menschen mit einem Handicap zu begleiten bei der Arbeitsplatzsuche. Und in meinem speziellen Bereich sind es Gehörlose oder Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung. Und so wie die Monika das jetzt gerade erwähnt hat, es war so, dass wir uns einfach kennengelernt haben, wie sie auf Arbeitsplatzsuche war. War bei mir, war bei Autark, war bei der Arbeitsassistenz, und KELAG ist ja schon ein langer Partner von Autark, die immer wieder Stellenprofile ausschreiben. Und in dem Fall war das Marketing-Stellenangebot gerade am Tisch. Wir haben es dann miteinander besprochen und das angeschaut, und wie man sieht, hat sich das zu einem positiven Ausgang quasi geführt. Wie gehen Sie denn da vor in der Praxis? Wie kann man sich das vorstellen? Praxis ist das so, also wir sagen Klientinnen, Klienten, Teilnehmerinnen, die kommen zu mir, zu uns. Wir schauen, welche Ausbildung ist da, welche Angebote, Stellenangebote gibt es. Dann werden Bewerbungen erstellt. Wir unterstützen, also ich sehe auch meine Aufgabe oder meine Arbeit als Unterstützung und nicht, dass man denjenigen an die Hand nimmt und herumführt und schaut, dass sie diverse Firmen aufsuchen, sondern wirklich als Unterstützung das Potenzial des jedes Einzelnen herauskitzelt, anschaut und sagt, okay, was passt am besten, wohin führt unsere gemeinsame Reise, und am besten eben dorthin, dass derjenige dann einen Job hat. Können Sie eigentlich tatsächlich immer helfen oder gibt es auch mal ein Scheitern? Also in meinem speziellen Bereich muss ich sagen, kann ich sehr gut helfen, weil gerade Gehörlose oder Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung sehr gut aufgestellt sind in ihrer Ausbildung. Vor allem bei der Monika sieht man das, sie hat Matura. Ist zwar nicht so oft der Fall in dem Sinn, aber sie haben meistens einen Lehrberuf. Und nachdem ja immer wieder in diesen Bereichen gesucht wird, führt es dann auch, sage ich mal, zu 80% zu einem Erfolg. Und das freut mich natürlich dann immer sehr, wenn ich meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer untergebracht habe, beziehungsweise vermittelt habe. Dann habe ich eine offene Frage an Sie alle. Wie oft begegnen Sie denn Vorurteilen oder Ängsten im Bereich der beruflichen Inklusion? Wie gehen Sie damit um? Ist das überhaupt ein Thema bei Ihnen, zum Beispiel in der KELAG? Ich glaube, es wäre auch nicht richtig, wenn man sagt, es gibt alle auf der Welt oder alle Mitarbeiter haben gar keine Vorurteile. Das gibt es natürlich. Und man kann eben nur, so wie die
Frau Colini schon gesagt hat, dem entgegentreten, dass man versucht, das eben zu öffnen, zu kommunizieren, eben zu keinem Thema mehr zu machen, dass Inklusion einfach gelebt wird und normal ist. Aber im Wesentlichen aus meiner Erfahrung kann ich sagen, lebt es davon, von den Menschen, die mit Herzblut dahinter stehen. Und die haben wir im Unternehmen an vielen Stellen und die tragen das mit so einer positiven Energie nach draußen, dass es die anderen Kolleginnen und Kollegen dann auch positiv einnimmt und damit halt sehr, sehr wenige Vorurteile mehr da sind. Ich würde die Frage gerne gleich anschließen an die Frau Colini. Ja, wo liegen denn da die Herausforderungen in der Praxis und was muss man als Unternehmen besonders beachten, dass eben genau dieser wertschätzende Umgang miteinander auch funktioniert? Okay. Also ich bin persönlich sehr offen gegenüber solchen Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, weil, wie wir heute schon gehört haben, kann es morgen jeden treffen, also von heute auf morgen kann es soweit sein. Aber meine größte Herausforderung ist, dass ich nicht vergesse, dass die Monika Handicap hat, weil man merkt es einfach nicht. Also ich würde allen Unternehmen empfehlen, habt ihr den Mut, gibt es den Leuten eine Chance, das ist einfach ein gutes Gefühl. Ja, Frau Hobel, was können Sie denn anderen Menschen, die vielleicht eine ähnliche Beeinträchtigung, Benachteiligung haben wie Sie, mitgeben? Was wäre Ihr Tipp an andere Menschen? Ja, ich würde empfehlen, also anderen Menschen mit Behinderung, dass sie ihren Wunschberuf eigentlich einfach, dass sie Bewerbungen abgeben, dass sie nicht aufgeben, dass sie weiterkämpfen für ihr Ziel und sie werden dieses Ziel auch erreichen. Einfach weiterkämpfen und versuchen, mit Firmen in Kontakt treten und ich glaube, die Integration oder Inklusion wird dann schaffbar. Das klingt sehr positiv. Frau Colini, Frau Sapetschnik, Frau Grünanger, welche Empfehlungen hätten Sie denn für andere Unternehmen? Was können Sie denn heute Ihnen mitgeben? Vielleicht bei Ihnen an. Ja, einfach offen sein. Und so sehe ich mir in meiner Funktion, wenn ich in Firmen bin, dass man es einfach annimmt. Dass man gar nicht drüber nachdenkt, welche Behinderung hat der Mensch, sondern einfach sagt, was kann er, wie kann ich ihn einbauen und diese Barrieren einfach gar nicht aufkommen lässt. Und ich sehe mich so ein bisschen als Brückenbauer, vor allem jetzt bei gehörlosen Menschen, jetzt so zwischen den Kulturen, gehörlosen Kultur und der hörenden Kultur, dass man das einfach auch ein bisschen verbindet. Brückenbauen ist ein schönes Stichwort. Was können Sie denn mitgeben denjenigen, die sich heute hoffentlich auch Gedanken machen, wie sie das künftig in ihren Unternehmen umsetzen? Ja, ich kann nur sagen, holt euch einen starken Partner an die Hand. Also es gibt super Unterstützung. Was kann ich noch sagen? Sagen wir noch. Vielleicht Frau Sapetschnik. Ja, es ist heute schon sehr, sehr viel gesagt worden, aber ich möchte es nur nochmal verstärken, sich darüber zu trauen. Die Unterstützung ist einfach toll. Ich möchte da trotzdem wirklich noch einmal autark sehr positiv hervorheben. Die haben uns einfach die ganzen Jahre immer ganz toll unterstützt. Und Botschafter zu sein, das möchte ich noch einmal ganz, ganz stark jedem mitgeben. In der Familie, im Umfeld, jeder, der positiv mit dem Fähnchen nach vorne läuft und das nach draußen trägt, wird einfach zum Erfolg des Gesamten beitragen. Das würde ich mir wünschen, dass es da ganz, ganz viele Botschafter gibt in der Welt. Dankeschön. Vier Botschafterinnen haben wir jetzt gesehen. Dankeschön, Frau Colini, Frau Grünanger, Frau Hobel und Frau Sapetschen. Ja, wir haben jetzt schon fast 2 Stunden lang viel Spannendes gehört, wertvolle Tipps und Erfahrungen über berufliche Inklusion bekommen. Wenn Sie nun auf den Geschmack gekommen sind und sich zumindest Gedanken darüber machen, wie Sie das in Ihrem Unternehmen umsetzen könnten, dann ist unterm Strich eine Botschaft für Sie wichtig, nämlich Sie sind nicht allein. Es gibt auf diesem Weg viele Unterstützungsmöglichkeiten und auch Hilfe. Abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse und das Kärnten und österreichweit kostenlos über das NEBA-Betriebsservice. In Kärnten wird es im Auftrag des Sozialministeriums von Autark angeboten und wie das funktioniert, welche Hilfestellungen es gibt, das wird Ihnen jetzt Florian Babnick vorstellen. Herzlich willkommen. Ja,
Ja, einen schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Ich darf jetzt an die letzten Minuten unserer Veranstaltung füllen und wenn mich kurz vorstellen, mein Name ist Florian Wabnik, ich arbeite im Nebenbetriebsservice im Key Account Management und wir sind in Kärnten bei der Firma Autark Soziale Dienstleistungs GmbH angesiedelt. Was haben wir die nächsten 5 bis 10 Minuten vor? Genau, wir werden uns diese Punkte ansehen. Einiges davon haben wir ja heute schon gehört, die Vorteile für Unternehmen am Arbeitsmarkt. Ich möchte kurz auf das Thema Behinderung ist vielfältig und oft nicht sichtbar eingehen. Wir werden kurz über Ihren Weg zur Inklusion sprechen. Im Anschluss bitte stellen Sie Fragen, wir sind jederzeit gerne für Fragen zur Verfügung und wir werden das gemeinsam machen. So, das Nebenbetriebsservice. Wir haben ja heute schon viel über das Netzwerk berufliche Assistenz gehört, was ja viele unterschiedliche Unterstützungsangebote, insbesondere für Personen beinhaltet, die vom Sozialministerium Service gefördert wurden. Diese Maßnahmen gibt es jetzt dann schon seit einigen Jahren und man ist jetzt dann hergegangen Ende 2020 und hat gesagt, okay, man muss dieses Angebot um ein unternehmenszentriertes Angebot erweitern. Das muss den Unternehmen kostenfrei, österreichweit und unverbindlich zur Verfügung stehen. Und wir wollen uns um die Interessen der Unternehmen kümmern. Sprich, wir gehen in die Unternehmen und interessieren uns für ihre Erfahrungen im Themenfeld. Das heißt, es ist ja möglich, dass es bereits Erfahrungen aus der Vergangenheit gibt. Es kann sein, dass es in der Vergangenheit verschiedene Herausforderungen gab. Da möchten wir gerne gemeinsam hinschauen und mit Ihnen gemeinsam diesen Weg der Inklusion gehen. Und das Ziel ist wirklich, ein maßgeschneidertes Angebot auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zu erstellen. Genau, wir haben ja heute schon ganz viel von Vorteilen für Unternehmen gehört. Also es gibt einige Studien aus dem Bereich, die einfach sagen, dass das gut funktionieren kann. Ich kann jetzt nur hergehen und aus meiner praktischen Arbeit berichten und Ihnen erzählen, wie es bei uns so läuft mit den Betrieben und welche Erfahrungen ich gesammelt habe. Und ich kann Ihnen eins sagen, nutzen Sie die Chance, öffnen Sie sich dem Thema Inklusion, weil es hat massive Vorteile für Ihr Betrieb. Wir sehen das bei aktuellen Diskursen, im AMS-Kontext, Dynamik am Arbeitsplatz, Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel, also Personal ist einfach notwendig und im Bereich Employer Branding und CSA-Management ist es einfach wichtig, solche Themen mitzudenken und weiterzutreiben. Inklusion gilt als Chance für Unternehmer und Mitarbeitende, das haben wir heute eh schon gehört, es verändert sich auch Kultur im Unternehmen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sensibilisiert, sind offen gegenüber der Zielgruppe. Wir haben das dann noch einmal unterteilt in quasi zwei Kategorien, Vorteile für alle Mitarbeitenden und Vorteile für das gesamte Unternehmen. Und ich kann wieder nur aus meiner Praxisarbeit berichten, das, was Studien sagen, das, was Best-Practice-Beispiele heute erzählt haben, das ist Realität. Durch diese Sensibilisierung und Offenheit führt mehr zu Verständnis, es gibt ein höheres Gemeinschaftsgefühl im Betrieb und es ist einfach Raum auch für kreative Ideen und Lösungen vorhanden. Es ist, glaube ich, in unserer Zeit ganz, ganz wichtig, einmal außerhalb der Box zu denken und sich auf neue Möglichkeiten einfach einzulassen und auszuprobieren. Die Loyalität der Mitarbeitenden im Unternehmen erhöht sich, es kommt zu weniger Fluktuation und natürlich darf man das auch nicht vergessen, wenn es um Ausgleichstaxe geht, durch die Erfüllung der Pflichtstellenbesetzung wird natürlich auch die Quote reduziert. Das heißt, da gibt es auch wirklich einen monetären Anreiz für Unternehmen und ich habe das da unten aufgeführt, Integration von Menschen fördert eine inklusive Unternehmenskultur und eine inklusive Unternehmenskultur ist ein Wettbewerbsvorteil. Ich glaube, in unserer Zeit kann man das so sagen, Offenheit und Inklusion ist auf jeden Fall ein Wettbewerbsvorteil. Dann haben wir das Thema heute auch schon gehört, Behinderungen und Einschränkungen betreffen uns alle. Die Kolleginnen von der KELAG, auch von den vielen, haben das schön ausgeführt. Es kann so sein, dass es uns das unmittelbar betrifft und dass es morgen vielleicht aufgrund eines Unfalls zu einer Behinderungsform kommt. Beispielsweise im Alter, wir kennen das alle. Man wird älter, die Sehstärke lässt nach, man ist eher davon betroffen, an Schwerhörigkeit zu leiden. Sprich, das ist ein Thema, das uns alle angeht. Und je früher wir in den Unternehmen darauf reagieren, desto besser sind wir auch vorbereitet. Worauf kommt es an?
eben auf die richtigen Rahmenbedingungen. Da ist ganz wichtig auch Offenheit und der Motivation. Sprich, wenn Sie offen sind für die Zielgruppe und die ausreichende Motivation mitbringen, wirklich was weiterzubringen, dann sind Sie bei uns sicher an der richtigen Adresse. Und das heißt einfach für uns Inklusion. Wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen für die Zielgruppe schaffen. Ein wichtiger Punkt, Sie werden nicht alleine gelassen. Also wir richten uns nach den individuellen Möglichkeiten in Ihrem Betrieb. Wir kommen gerne zu Ihnen, wir schauen gemeinsam, wo stehen Sie aktuell in dem Prozess, wo gibt es vielleicht Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu schaffen, Arbeitsplätze eventuell zu adaptieren. Die individuelle Berufsausbildung in der Lehrausbildung ist ein Riesenthema. Das sind alles Sachen, die wir uns gemeinsam ansehen können. Und das gemeinsame Ziel ist eben die passende Person am geeigneten Arbeitsplatz. Genau. Schauen wir uns noch kurz Ihren Weg zur Inklusion in Ihrem Unternehmen an. Wir haben da 6 Kategorien, die wir quasi abarbeiten in der Beratung. Wie man sehen kann, wir begleiten wirklich diesen ganzen Mitarbeiterprozess. Das heißt, es fängt an wirklich am Anfang, wir klären auf über rechtliche Rahmenbedingungen. Wie schaut es denn aus mit Ausgleichstaxe und Ähnlichem? Wir schauen uns das Fördermanagement an. Das heißt, welche etwaigen Förderungen für das Unternehmen gibt es vielleicht, die man beantragen kann? Wir übernehmen Teile des Recruitings für Sie. Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam Stelleninserate, die wirklich auch gezielt für Menschen mit Behinderung geschaffen werden. Wir suchen Ihnen geeignete Bewerberinnen und Bewerber, wir stellen Ihnen diese vor, wir unterstützen mit allen anderen Nebenmaßnahmen, die es jetzt neben dem Betriebsservice gibt, schauen uns das Thema Barrierefreiheit gemeinsam an und begleiten sogar beim Trennungsmanagement. Das heißt, wir sind wirklich von der Idee bis zur Umsetzung und eventuell, wenn es dann auch zu Trennungen wieder kommen sollte, was wir uns natürlich alle nicht wünschen, begleiten wir natürlich auch da und versuchen Alternativen zu finden. Wir sind die zentrale Anlaufstelle für Unternehmen zum Netzwerk berufliche Assistenz, sind österreichweit für Sie da, kostenfrei und unverbindlich. Und uns ist es einfach wichtig, zu sensibilisieren, zu informieren und zu beraten. In Kärnten steht Ihnen das Betriebsservice-Team zur Verfügung. Die Kolleginnen von den Betriebskontakterinnen sind regional organisiert. Es gibt dann noch ein Key-Account-Management, das aus mir und meinem Kollegen, dem Herrn Brandl, besteht. Ich würde Sie einfach gerne dazu einladen, nehmen Sie sich 1,5 Stunden Zeit, vereinbaren Sie einen Termin mit uns, wir kommen zu Ihnen in den Betrieb, wir schauen uns die Thematik gemeinsam an. Es geht darum, einmal zu erheben im ersten Schritt, wie geht es Ihnen mit der Thematik. Wir haben dann kreative Lösungen und versuchen eben eine individuelle Lösung für Ihren Betrieb zu finden. Und aus der Vergangenheit kann ich Ihnen einfach berichten, es hat immer Möglichkeit gegeben, eine Lösung zu finden. Es ist vielleicht am Anfang einmal eine Herausforderung, das sind viele Dinge, aber wenn man sich dieser Herausforderung mutig stellt, dann ist sie sehr gut zu bewältigen. Abschließend vielleicht noch ein persönliches Statement von mir. Ich habe die Möglichkeit gehabt, vor 1,5 Jahren in einem Betrieb anzufangen, der Vielfalt nicht nur groß schreibt, sondern sie auch lebt. Und jetzt bin ich seit 1,5 Jahren in diesem Betrieb und muss wirklich sagen, es macht was mit der Unternehmenskultur, es sorgt für Offenheit und es wird über Themen gesprochen, die normalerweise vielleicht ein bisschen zurückgelassen werden. Deswegen kann ich Sie wirklich nur einladen, Sie dazu motivieren, nehmen Sie sich diese Zeit, treten Sie mit uns in Kontakt und lassen uns gemeinsam darüber sprechen, denn es ist normal, verschieden zu sein. Danke. Dankeschön, Florian Wabneck, für diese interessanten Einblicke in das autark Neber-Betriebsservice. Damit kann ich gleich anschließen mit der Frage, gibt es Fragen hier im Saal zu diesem Thema? Bitte. Dankeschön, ich habe keine Frage. Ich habe nur eine kurze Geschichte zu erzählen, weil ich heute ziemlich Gänsehaut bekommen habe bei all dem, was ich heute gehört habe, vor allem bei dem Engagement, bei der Begeisterung. Mein Name ist Astrid Wutte-Lang, ich bin Rechtsanwältin und vor 20 Jahren konnte ich eine Juristin begleiten, die Praktikantin am Landesgericht Klagenfurt war. Vielleicht können sich noch viele erinnern, sie schaffte es letztlich auf die Titelseite einer großen Tageszeitung. Und zwar, ihr großer Wunsch war es, Richterin zu werden. Sie absolvierte die Gerichtspraxis und
niemand hat ihr irgendwie gesagt, dass Zweifel daran bestehen, dass sie als blinde Person den Richterjob ausüben kann. Das hat ihr niemand gesagt. Dann absolvierte sie eine Zwischenprüfung, die sie ganz gut erledigt hat. Und irgendwann kam das Thema auf, eine blinde Juristin, na, die kann nicht Richterin werden. Ich habe sie zufällig beim Spazierengehen im Park kennengelernt und irgendwie habe ich mich ihr angenommen, beziehungsweise habe ich mich mit ihr angefreundet. Ich habe dann versucht, eben für sie zu intervenieren. Ich habe mit den Richtern gesprochen und letztendlich aufgrund eines großen Artikels in der Tageszeitung wurde sie zum damaligen Justizminister eingeladen. Eigentlich waren wir beide in der Erwartung, dass sie zurückkommt mit einer positiven Information, weil ich denke mir, es gibt sicher Bereiche auch im Gericht, jetzt nicht nur in der reinen Verwaltung, sondern auch als Richter, zum Beispiel Firmenbuch, Exekution, wo man durchaus mit einem Handicap, mit diesem Handicap arbeiten kann. Zwischenzeitlich gibt es schon die elektronischen Gerichtsakte, wo ich mir denke, das wäre heutzutage überhaupt kein Thema. Jedenfalls war es so, sie kam zurück, war sehr deprimiert, weil man ihr ganz klar ins Gesicht gesagt hat, ein blinder Mensch kann in Österreich nicht Richter werden, ganz anders als in Deutschland. Die Frau Magister Scheuhabichler und auch die damalige Sozialreferentin Gabi Schaunig haben sich dann sehr bemüht und jetzt ist diese Juristin im Magistrat in der Baurechtsabteilung beschäftigt. Aber ihr großer Wunsch ist eben nicht in Erfüllung gegangen, beziehungsweise sie hatte nicht einmal die Möglichkeit, ihr wurde nicht einmal die Möglichkeit eingeräumt, sich den Prüfungen zu unterziehen. Wenn sie es nicht geschafft hätte, dann wäre es halt nichts geworden, aber man hat sie nicht einmal zu dieser Prüfung antreten lassen. Und hätte es ein derartiges Netzwerk damals schon gegeben, ja, hätte ich damals schon den Andreas Jesse gekannt, ja, dann muss ich sagen, glaube ich nicht, dass ihr eigentlich das passiert wäre, beziehungsweise, dass ihr der große Traum, zumindest sich der Prüfung zu stellen oder an der Prüfung teilzunehmen, versagt worden wäre. Deswegen habe ich heute wirklich Gänsehaut bekommen, weil ich glaube, dass in der heutigen Zeit und mit diesen engagierten Personen, wie sie hier da sitzen, das damals nicht passiert wäre. Ich muss sagen, ich bin als sozial engagierter Mensch, aber auch als persönlich Betroffene, weil ich einen Bruder habe, der behindert ist, muss ich sagen, war ich heute richtig gehend gerührt, weil ich einfach glaube, dass wirklich Menschen mit Behinderungen nicht mehr alleine gelassen werden. Und das war das, was ich mitnehme und wo ich wirklich Gänsehaut bekommen habe. Sie sind nicht allein, wir unterstützen Sie. Und herzlichen Dank für das, was da auf die Füße gestellt worden ist, auf die Beine gestellt worden ist. Ja, danke schön, Astrid Wotte-Lang, für dieses eigentlich im doppelten Wortsinn bemerkenswerte Beispiel. Immerhin ist ja auch Justitia blind, wenn man das Symbol uns im wahrsten Sinn des Wortes vor Augen führen. Gibt es weitere Fragen hier im Saal oder Anmerkungen? Falls nein, würde ich zum Herrn Jesse kommen, weil ich glaube, der hat einen Überblick darüber, was sich im Chat so getan hat. Bitte. Danke. Ja, im Hintergrund ist ein Chat gelaufen. Meiner Information nach hat es dort einige Meldungen gegeben. Vieles wurde direkt schon beantwortet. Zwei Informationen sind mir jetzt zugespielt worden mit der Bitte, das hier zu verlautbaren. Das eine ist, es hat jemand im Chat gebeten, den Dank auszusprechen für die guten Beispiele, die sehr inspirierend waren. Das tue ich hier mit. Das ist das eine. Das zweite ist, ich möchte an diesen Dank einen weiteren Dank anschließen, nämlich an die Interessensvertretungen. Die Interessensvertretungen, die immer hinter diesem Thema stehen, die unterstützen. Und stellvertretend für alle Interessensvertretungen ist der Präsident des ÖZIF unter uns, ÖZIF, also Österreich-Präsident und verbessere mich bitte, der Kärnten-Präsident, der Rudi Cravagna. Und dir, lieber Rudi,
dir in Stellvertretung aller Interessensvertretungen ein Dankeschön, weil ich glaube, ihr seid auch ein wichtiger Teil dieses Riesennetzwerks, dass die Sache weiter gut funktionieren kann. Dankeschön. Ja, danke schön, Andreas Jesse. Und da bleibt auch mir, mich nur bei dem Dankeschön anzuschließen, bei allen Partnerinnen, allen teilnehmenden Unternehmen, allen, die sich hier heute eingebracht haben für zwei inspirierende Stunden mit bewegenden Geschichten, wie wir sie auch gehört haben, und wertvollen Informationen. Ziel war es ja, den Blick zu schärfen, Menschen mit Benachteiligungen oder Behinderungen unter einem anderen Gesichtspunkt wahrzunehmen, nämlich als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft und als Menschen mit vollwertigen, wertvollen Fähigkeiten und nicht zuletzt als potenzielle Arbeitskräfte auch in vielfältigen und damit erfolgreichen Unternehmen. Für alle Anwesenden hier im Spiegelsaal habe ich die gute Nachricht, dass gleich Zeit bleibt für vertiefende Gespräche und das mit kulinarischer Unterstützung. Es gibt ein Catering mit Fingerfood und Getränken von Autark. Und allen, die online mit dabei waren, da darf ich in diesem Moment im Namen der Organisation, der Veranstalter, der Partner noch einen angenehmen Nachmittag wünschen und Sie jetzt musikalisch entlassen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Einen schönen Nachmittag noch. Zero.
ein letztes Mal muss ich noch kurz dazwischen grätschen und bevor ich Sie entlasse zum Buffet, alle, die heute hier vorne auf der Bühne waren, als Rednerinnen, als Teilnehmerinnen, dürfen wir noch zu einem kurzen Foto nach vorne bitten. Allen anderen einen angenehmen Nachmittag und auf Wiedersehen. Applaus